Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Frank Kuhn, wie immer aus dem Geschäftsbereich Capital Markets bei Donner und Reuschel und aus unserem Geschäftssektor Investor Services, der Dienstleister für Vermögensverwalter und Asset Manager, wenn es um Ihre Fonds geht. Ja, seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen zu jetzt diesem 18. Tiam Donner Reuschel Crypto Talk. Gekommen, um zu bleiben, heißt er ja. Und ich habe mir das mal so aufgeschrieben. Und wie? Bitcoin ist auf All-Time-High gewesen, 73.000 US-Dollar. Heute Morgen 68.000 US-Dollar. Ja, wir haben uns gerade vorhin in der Vorbesprechung so ein bisschen darüber unterhalten. Ein Rücksetzer par excellence könnte man meinen, 7%, wie er im Buche steht. Ja, und die Rücksetzer werden vermeintlich kleiner bei steigender Adoption oder Akzeptanz eines Marktgutes, wird auch die Wohler zurückgehen. Und das sehen wir auch immer wieder mal jetzt, wenn Bitcoin zurückgesetzt ist. Aber es sind eben schon erhebliche und heftige Schritte oder eben Größenordnungen, die dann auch der geneigte Investor, der einen gewissen Pfund erlangt hat, auch aushalten muss an dieser Stelle. Ja, die Dominanz von Bitcoin ist bei 52% nachhaltig extrem hoch. 1,33 Billionen US-Dollar ist die Market Cap und die Hashrate, auf die es sehr, sehr, sehr ankommt, und das wissen unsere Stammzuhörer, ist der Wert der Rechenleistung, die erbracht werden muss, um eben Blöcke zu erzeugen und eben Bitcoins auch zu erschaffen. 615 Exahashes ist absolutes Rekordniveau. Das heißt, die Blockchain wird immer und immer stärker bedient. Das hat auch einen Umkehrschluss, auf den ich jetzt nicht eingehe, was den Energieverbrauch betrifft. Dazu kommen wir vielleicht auch später nochmal. Die Blockzeit 834.766. Und heute haben wir haben es auch in den Einladungen und auch in den LinkedIn-Posts so angekündigt, wirklich einen ganz besonderen Gast, nämlich es ist Ijoma Mangold. Und ich begrüße dich sehr, sehr herzlich, Ijoma, an diesem Morgen. Hallo Frank und schönen guten Morgen in die Runde. Und auch begrüße ich natürlich Carsten Mumm in unserem Dreiergespann hier. Carsten, guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Freue mich, dass wir wieder mal mit dem Crypto-Talk zugegen sind. Genau, und du wirst wie immer, Carsten, uns begleiten und uns ja die Welt der Kryptos ein Stück weit betrachten durch die Brille des Volkswirtes. Und das ist immer sehr hilfreich, weil wir letztendlich genau auf diesen Boden auch immer wieder zurückkommen. Ich möchte diese Gastrolle von Ijoma nutzen und auch seinen besonderen Werdegang vom Literaten hin zum Bitcoiner und ihn ein wenig ausführlicher vorstellen. Ijoma ist 1971 in Heidelberg geboren. Du hast Literaturwissenschaft studiert und bist Journalist, bist Autor, bist Podcaster und sehr gern gesehener Gast, auch bei Live-Veranstaltungen jeglicher Couleur, muss man schon fast sagen, mittlerweile. Deine faszinierende Reise, so habe ich es mir mal aufgeschrieben, durch das Rabbit Hole des Bitcoin-Universums, ja, hat deine Sicht, so hast du es selbst gesagt, auf Geld und Werte absolut verändert. Und zu deinen Stationen, da fand ich einige Punkte oder Stationen sehr interessant, weil ich Elke Heidenreich auch sehr geschätzt habe, und auch die Amelie Fried, mit der du zusammen 2009 und 10 die ZDF-Literatursendung Die Vorleser moderiert hast. Du gehörtest seit 2013 zum Moderatorenquartett der Literatursendung Lebenswert beim Südwestrundfunk. Und seit 2020 bist du gemeinsam in einem Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart, bei der Zeit und moderierst diesen. Im Oktober 21 wurdest du von der Kulturstaatsministerin Monika Güters für den Zeitraum 2022 bis 24 als Literaturexperte in die Jury der Villa Massimo berufen. Also sehr prägnante Stationen und du bist außerdem Autor von verschiedenen Veröffentlichungen. Zwei Bücher möchte ich ganz besonders erwähnen. Das ist einmal Das deutsche Krokodil, eine Autobiografie. Vielleicht kommt die sogar in diesem Talk noch einmal vor. Wie gesagt, ich fand interessantes Buch. Ich habe dort mal hineingehört. Ich bin ein Hörbuchfan. Und die orangene Pille, um die es heute auch zum großen Teil gehen soll. Und so bist du heute hier und bei ja, der aktuellen Euphorie, wieder einmal so eine Hype-Phase in Bitcoin, in der Welt der Coin-Assets,
freue ich mich wirklich ganz besonders, dass jemand so wie du da bist, der das nicht nur allein von der wirtschaftlichen Seite betrachtet, dieses Thema Bitcoin vor allen Dingen, aber auch Coin Assets. Und es geht in diesem Talk um das Buch, das du verfasst hast und auch um ja, eine Kernaussage, die ich persönlich sehr spannend finde und die da heißt, vielleicht ein bisschen philosophisch auch betrachtet, zu vertrauen, dass ich nicht vertrauen muss. Ein Satz, der in sich, denke ich, beißt und auch recht schwierig ist für uns zu übersetzen, weil wir immer Vertrauen gelernt haben, zu vertrauen auf Intermediäre, auf Freunde, Bekannte, auf Hilfestellungen, auf Banken, auf Versicherungen, auf wen auch immer. Aber zu vertrauen, dass ich nicht vertrauen muss, das ist ein großer Schlüssel, denke ich. Und vielleicht bringst du uns da ein Stück weit auf den Weg, Ijoma. Ja, welch ein Glück, will ich auch nochmal sagen, dass du während der Pandemie, aber dazu sagst du vielleicht gerade selbst einmal etwas, so mit auf einmal viel mehr Zeit und dem Tipp eines guten Freundes offensichtlich auf den Weg von Bitcoin und Coin Assets gekommen bist, insbesondere dann auf den Weg von Bitcoin. Und bevor ich jetzt in diesen Gesamttalk mit uns dreien einsteige, möchte ich noch ein paar sinnstiftende Orga-Hinweise geben. Im Nachgang, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu dieser Veranstaltung erhalten Sie den Mitschnitt natürlich. Sie erhalten auch damit Links in den sogenannten Shownotes, Buchtipps, Artikel oder Podcasts, je nachdem, was wir besprechen oder eben auch dort ablegen werden. Wir bitten Sie, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben und diese Chat, den lesen alleine wir als Moderatoren. Sie können also einfach darauf losschreiben. Wir freuen uns auf Ihre Statements oder eben insbesondere Ihre Fragestellung. Die wollen wir gerne versuchen, auch in diesem Talk zu beantworten. Und bleiben Sie, wenn möglich, bis zum Schluss. Am Ende erwartet Sie eine kleine Überraschung im Sinne einer kurzen Fragestellung und der Idee, dieses Buch zu verlosen. Ja, schauen wir, wie viele Leute dann noch dabei sind und dort mitziehen werden. Ein Disclaimer darf nicht fehlen und der ist auch immer wieder ganz wichtig, weil in diesem Talk werden Meinungen und Standpunkte geäußert, und wir legen besonderen Wert darauf, zu betonen, dass das persönliche Auffassungen und Meinungen sind und keine Empfehlungen zu Investitionen, auch nicht aus Sicht unserer Bank. Es sind unsere persönlichen Einschätzungen, das möchte ich hervorheben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für mögliche Investitionen aus diesen Äußerungen heraus. Und ganz wichtig, und das betonen wir von Anfang an, der Carsten Wumm und ich, dieser Talk dient ausschließlich der Information und der Wissensvermittlung, nicht irgendeiner Produktevermittlung. Ja, jetzt starten wir durch und prägnante Zitate von Ijoma Mangold gibt es eine Menge. Ich möchte mal eines verwenden, das am Anfang deines Buches steht, Ijoma. Nichts hat mich so misstrauisch gemacht wie die Rasanz, mit der ich von Bitcoin überzeugt war. Ijoma, vielleicht magst du einfach mal kurz genau dazu etwas erzählen und von dir ein Stück weit berichten natürlich. Ja, natürlich. Du hast es ja schon angedeutet. Nichts in meinem Lebenslauf hätte darauf hingewiesen, dass ich mich irgendwann für ein neu geschaffenes digitales Geld interessieren würde. Schon allein deswegen, weil es eine technologische Sache ist. Und als Geisteswissenschaftler steht man mit allem Technologischen in der Regel eher auf Kriegsfuß. Dass es sich dabei aber eben auch um eine Frage der Geldordnung handelt, naja, das hat dann natürlich schon eine stärker gesamtgesellschaftliche Dimension, für die in gewisser Weise jeder zuständig ist. Da könnte man jetzt auch bereits den Brückenschlag machen, dass Bitcoiner ja immer sagen, Bitcoin ist für jeden da. Und für jeden da zu sein, meint auch, jeder muss an ihm eine Dimension, dem Bitcoin eine Dimension abgewinnen, mit der er selber etwas anfangen kann, die er ausbuchstabieren kann, die er nutzen kann, um sich ein klareres Bild von der Welt zu machen. Und ich glaube, das war gewissermaßen der Funke, der bei mir übersprang. Am Anfang habe ich mich mit Bitcoin am Anfang der Pandemie eigentlich nur deswegen befasst, weil überall von ihm die Rede war und etwas, wovon dem alle reden und von dem man nichts selber versteht, da reagiert man ja eigentlich immer erstmal mit einer Abwehrhaltung, mit einem Abwehrreflex. Und dann fand ich aber, dass ich es mir gewissermaßen schuldig bin, wenn ich schon mit einer solchen reflexhaften Abwehr reagiere, mir zumindest ein wenig Rechenschaft davon abzulegen, was ich da eigentlich ablehne. Und so habe ich begonnen, mich ein bisschen damit zu beschäftigen. Und dann war ich schnell fasziniert. Ich unterbreche jetzt ganz kurz, weil bei mir im Bildschirm seid ihr beide eingefroren. Oh, aber hören kannst du uns, Ijoma? Ich kann euch hören. Ja. Nur du, Frank, bist eingefroren.
Hält sie immer noch, was natürlich sehr wacker ist, mein Buch hoch. Gut, wenn ihr mich hört und seht, kein Problem, dann spreche ich weiter. Naja, und der erste Gedanke, der mich tatsächlich fasziniert hatte, war, als mir klar wurde, was Bitcoin technologisch leistet, ist natürlich digitale Knappheit. Und ich hatte vorher nie unter diesem Gesichtspunkt auf das Internet geschaut, obwohl es einem völlig klar vor Augen liegt. Das ist natürlich ein Ort der Redundanz, der Wiederholung. Im Internet wird von allem, werden immerzu Kopien angelegt. Und das ist eine wunderbare Eigenschaft, auch eine sehr produktive Eigenschaft, nämlich dort, wo sie auf Information angewendet wird. Das ist es, was wir von Information wollen. Wir wollen, dass sie überall redundant vorhanden ist. Stichwort Wissensökonomie. Es hat allerdings ein Problem dort, diese Kopiefunktion des Internets, wo es um Value, wo es um Werte geht. Denn so schön es ist, wenn ich meine Urlaubsfotos mit euch teile, dann habt ihr sie und ich habe sie auch. Bei Geld sieht es anders aus. Wenn ich euch 100 Euro überweise und ich behalte die 100 Euro, dann haben wir die Geldmenge verdoppelt und damit dessen Wert verbessert. Ja. Und darauf eine Antwort zu finden, war, und das war für mich natürlich alles völliges Neuland, aber ich fand es intellektuell total aufregend, war eine große Herausforderung für die Informationstechnologie. Also ein altes Problem, man nennt es das der byzantinischen Generäle. Wie kann man in verteilten Netzwerken gewissermaßen für einen dezentralen Ledger sorgen, der die Kontostände aller Beteiligten eines Netzwerkes verlässlich und vertrauenswürdig abbildet. Nach dieser Lösung haben viele kluge Köpfe lange gesucht und sich gewissermaßen die Zähne daran ausgebissen, bis dann Satoshi Nakamoto bekanntermaßen 2008 mit dem White Paper, 2009 mit dem Genesis-Block, in dem er verschiedene bereits vorhandene technologische Lösung auf geniale Weise zusammengeführt hat, hat er genau das erreicht. Digitale Knappheit und damit ein genuines Internetgeld, also eines, das nicht mehr auf einen Intermediär oder eine Trusted Third Party zurückgreifen muss. Und ich glaube, damit hat er ein Potenzial entfacht, bei dem wir noch völlig am Anfang stehen. Was das gesamt transformatorisch für unsere Gesellschaft bedeuten kann, das können wir absehen, da können wir gewissermaßen spekulieren und extrapolieren und Bilder der Hyper-Bitcoinization uns entwerfen. In Wahrheit sind wir aber noch, wie es so schön im Bitcoin-Space heißt, wir sind noch ganz früh und deswegen glaube ich, haben wir auch alle dieses Vibrierende, diese Obsession, weil wir wissen, dass wir an etwas Großem und Neuem dran sind, von dem im Moment noch nicht so viele Leute wissen. Hast du, Ijoma, was du gerade aufgegleist hast, war das dann im Wesentlichen auch der Anlass für dich, das Buch dann auch zu schreiben, das dann in auch zu Papier zu bringen, was deine Gedanken waren? Oder was hat dich bewogen, das Buch, die orangene Pille zu schreiben? Na, ich glaube, es war natürlich auch ein Ventil. Jeder, der in das Rabbit Hole fällt, stellt irgendwann fest, dass er sich selber kaum wiedererkennt, weil er plötzlich in manischer Weise völlig obsessiv jeden Tag nur noch mit dieser einen Sache befasst ist und Wissen in sich reinschaufelt. Es ist ja völlig klar, Bitcoin ist nicht leicht zu verstehen. Das heißt, man muss wirklich bereit sein, da didaktisch diesen steilen Berg hochzuklettern. Es ist allerdings auch sehr, sehr dankbar, weil von jeder Zwischenstation aus, von jedem Plateau, wo man wieder ein bisschen mehr Überblick gewinnt, stellt man fest, es wird nur noch spannender, nur noch interessanter. Und das löst bei den meisten natürlich auch ein starkes Mitteilungsbedürfnis aus, weil aber in meinem Bekannten- und Freundeskreis nicht sehr viele Menschen waren, die sich auch für Bitcoin begeisterten, hatte ich natürlich so ein gewisses Kommunikationsproblem und das löst sich am besten, gerade wenn man Journalist ist, indem man sagt, naja, dann spreche ich quasi zu allen interessierten Lesern und kann all das, was ich aufnehme, auch wieder irgendwie nach außen spielen. Auch weil Schreiben natürlich auch noch einmal heißt, im Übrigen finde ich immer doch noch ein bisschen anders als Podcasts, die ich auch sehr schätze, aber heißt doch noch mal eine Sache sehr, sehr klar und transparent zu durchdenken. Weil Sätze schwarz auf weiß auf Papier sind doch genauer überprüfbar als die schöne Mündlichkeit, die mitreißend ist und die auch ihren eigenen Schwung hat, wo man aber auch manches leicht ins Unklare zur Seite schieben kann. In der Tat, ich denke, das ist, also du hast es wunderbar beschrieben, wenn, ich habe kein Buch darüber verfasst, das ein oder andere sicherlich auch geschrieben, aber wenn ich mit Freunden anfänglich über meine Begeisterung gesprochen habe und dann noch einmal mehr und noch einmal mehr,
bei dem nächsten Treffen abermals und ich gemerkt habe, das kommt eigentlich gar nicht gut. Eigentlich will es gar keiner so richtig wissen, weil irgendwie versteht es auch keiner so wirklich und möchte es auch gar nicht verstehen und sieht gar keine Notwendigkeit darin. Und dann habe ich auch das irgendwie zurückgefahren und so gesehen, gut nachvollziehbar, was du beschrieben hast, um eben auch hier diese Themen auf den Punkt zu bringen. Frank, darf ich da kurz noch was einwerfen, weil ich das so interessant finde. Wir haben parallele soziale Rahmenbedingungen, aus denen man sich natürlich auch erstmal befreien muss. Auch ihr kommt natürlich aus einem konventionellen System, so wie ich, mit einer sehr bürgerlichen Zeitung wie die Zeit, wo ich mir vorstelle, in beiden Welten fasst man so etwas erstmal mit spitzen Fingern an. Und ich habe deswegen in dieser Zeit der Beschäftigung mit Bitcoin sehr oft an den bedeutenden Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn gedacht. Der hat in den 60er Jahren darüber nachgedacht, wie kommt eigentlich Innovation, wie kommt neues naturwissenschaftliches Denken in die Welt, mit welchen Widerständen hat es zu kämpfen. Und er prägt diesen Begriff des Paradigmenwechsels. Und die Normalwissenschaft, das ist Thomas Kuhns Begriff dafür, die Normalwissenschaft arbeitet halt immer im Rahmen des geltenden Paradigmas. Darin ist sie effizient und macht auch enorme Fortschritte. Es ist ihr aber schlechterdings unmöglich, aus dem Paradigma herauszusteigen, weil sie dann fundamental alles in Frage stellen müsste. Und immer wenn etwas Neues kommt in die Welt, dass das alte Paradigma herausfordert, dann kommt es zu so unwahrscheinlichen Ungleichzeitigkeiten. Dann kommt es zum Beispiel auch zu der Bizarrerie, dass plötzlich ein Literaturkritiker über Geld redet, vielleicht nur deswegen, weil ich ja gar nicht dem alten Paradigma verpflichtet bin, wäre ich Professor für Volkswirtschaft an der Universität Würzburg, ein beliebiges Beispiel, dann würde ich ja mit einer viel stärkeren Loyalität gegenüber den Institutionen, auch im Übrigen gegenüber meiner bisherigen eigenen wissenschaftlichen Leistungen und meinen eigenen Forschungsansätzen belastet sein. Ein Outsider, ein bunter Vogel wie ich gewissermaßen, ich hatte, anders als ihr, ich hatte keine Verpflichtungen oder keine Kollegen, die ich vor die Köpfe stoßen hätte müssen. Und das schenkt einem auch eine Freiheit, wie es einem natürlich auch eine Freiheit schenkt, und damit meine ich jetzt nicht mich, sondern viele andere Bitcoiner, jung zu sein. Denn wenn sie jung sind, sind sie natürlich auch noch nicht in einer generationellen sozialen Praxis der Verpflichtung und der Anerkennung des Geleisteten und sind eher bereit, ein Neues anzunehmen. Das heißt, in Wahrheit, auch in den Wissenschaften, sagt auch Thomas Kuhn, der Paradigmenwechsel wird in Wahrheit immer durch biologisch vorangetrieben. Ich gebe mal an Carsten an der Stelle, weil wir als Banker, du hast jetzt aus deiner Position gesprochen und in der Tat, ne, wir als etablierte und eben konservativ Privatbankhaus unter dem Gesichtspunkt, was ist Geld, so zu denken, wie wir denken, gelernt haben. Aber Carsten, vielleicht mal deine Erfahrung analog zu Ijoma. Schon mal ganz toll, wie du das eben dargestellt hast, weil genau das war mein Werdegang, wie du das eben beschrieben hast, sich so ganz, ganz langsam diesem Thema anzunähern und am Anfang aber wirklich ganz große, einfach, ich nenne es mal basisintellektuelle Hürden zu haben, die man nicht nehmen kann, weil man mit Jahrzehnten Bankhintergrund, Kapitalmarkthintergrund, volkswirtschaftlichen Studium andere Dinge gelernt hat. Und das fängt bei ganz einfachen Sachen an. Ich weiß noch ganz genau, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich immer nach dem Punkt gesucht oder nach dem Ansatz gesucht, wie ich Bitcoin und Co. irgendwie bewerten kann. Und ich konnte halt Aktien bewerten. Ne? Ich kann Dividenden diskontieren, ich habe eine Idee, wie ich Anleihen bewerte und solche Sachen. Und das war alleine schon so ein Punkt, wo ich wirklich Monate gebraucht habe, um diese Hürde zu nehmen, um für mich selber dann aber auch festzustellen, und du hast es eben perfekt beschrieben, dass man viele oder im Prinzip alles, was man bisher so genutzt hat an Tools, an Werkzeug, zur Bewertung, zur Betrachtung solcher Dinge, die musste ich erstmal so ein bisschen zur Seite schieben und mir selber Platz im Freiraum schaffen für Neues, für einfach einen neuen Denkansatz. Das ist genau das Thema, was ich hatte. Und ein zweiter Punkt, der dann für mich auch erst eben mit längerer Beschäftigung mit diesem Thema so klar wurde, Ijoma, ist das, was du am Anfang beschrieben hattest, nämlich dieses Vertrauen. Und wir sind ja eine Bank, wir sind ja ein Intermediär und wir sind bisher diejenigen, die immer dieses Vertrauen geboten haben. Wenn jemand eine Transaktion machen möchte, irgendetwas verkaufen oder kaufen, dann waren wir die vertrauenswürdige Position sozusagen in der Mitte, die dafür gesorgt hat, dass erst das Geld bereitgestellt wird, dann das Eigentum übergeht und dann der Geldfluss weiterläuft. Und das ist ja genau der Punkt, den wir jetzt heute, wenn wir über Bitcoin sprechen, wenn wir über die Blockchain-Technologie sprechen, der da eben völlig anders gelagert ist. Also genau das ist meine Erfahrung und es hat mich Monate gekostet, überhaupt diesen initialen
Sprung mal zu machen. Und dann ging es mir genauso wie dir. Man ist einfach so gebannt von diesem Thema und möchte einfach immer mehr wissen. Was, wenn ich noch mal eine Frage zurückstellen darf, Ijoma, an der Stelle, weil wir eben schon über dein Buch gesprochen haben und über deinen Hintergrund. Kannst du eigentlich sagen, wer die Leserinnen und Leser deines Buches sind? Sind das die Menschen, die du vorher erreicht hast als Literaturkritiker? Oder hast du dir sozusagen eine andere Zuhörerschaft hat sich daraus ergeben? Also ich glaube, ich kann die Frage ganz gut beantworten. Ich hatte nämlich einen idealen Leser vor Augen. Und der war gewissermaßen aus dem deutschen Kulturbürgertum, das mich bereits kennt als Literaturkritiker, als Redakteur der Zeit. Und die wollte ich gewissermaßen an die Hand nehmen und sagen, ich weiß, in diesem Milieu heißt es immer, Geld sei vulgär und damit will man sich nicht beschäftigen. Und ich will euch zeigen, dass das ein absolutes Missverständnis ist, wo ihr auch die Hälfte der Welt verpasst. Und zwar dort, wo die Welt auch spannend ist. Nee, es ist ein intellektuelles Abenteuer, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Und ich nehme euch mit, vertraut mir, ich nehme euch mit auf eine spannende Reise, bei der es nicht um Number Goes Up geht, sondern um die Frage, eine Sache zu verstehen, um die Welt besser zu verstehen. Und insofern hatte ich mich immer als Brückenbauer verstanden. Ich glaube, dass das Buch auch funktioniert bei diesen Adressaten. Trotzdem scheint mir die Hauptkäufergruppe, auch wenn das jetzt natürlich nur anekdotische Evidenz hat, die Hauptkäufergruppe scheint mir junge Bitcoiner zu sein, die dieses Buch kaufen und es ihren Eltern schenken, damit die Eltern endlich beruhigt sind und nicht mehr glauben, dass ihre Kinder völlige Freaks seien, sondern dann gibt es jemanden, der gewissermaßen bürgerlich wie ich daherkommt und der kann die beruhigen und sagen, dann sagen die, schaut mal, lieber Papa, liebe Mama, auch der Mangold von der Zeit findet es absolut statthaft, sich mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Also insofern, die Bitcoiner haben eigentlich immer bei Lesen kaufen die immer zwei Bücher für sich selber, einfach weil Bitcoiner alles kaufen, was mit Bitcoin zu tun hat, selbst wenn sie alles, was da drin steht, schon kennen und verstehen. Und dann aber noch ein Exemplar für die Schwiegermutter oder die Schwester oder so. Ich kann das umgekehrt berichten, denn ich bin ja schon etwas älteren Semesters und ich habe drei erwachsene Kinder, sind 30, 27, 22. Ja. Ich habe drei Bücher gekauft und habe sie meinen Kindern geschenkt. Und sie sind drauf und dran, mal hineinzuschauen. Aber es ist auch nicht ganz einfach umgekehrt. Also wenn jemand so wie ich, meine kurze Erfahrung, 2017 hatten wir so einen Workshop in München mit 50 Gästen, die aus der Vermögensverwalterszene kamen und hatten das mit einem Salten zusammen moderiert und danach sind wir in eine Bar in München noch auf einen Drink gegangen und da waren dann Landesbanker dabei, die das mitbekommen haben, was wir tun und die haben 2017 gesagt, wir hätten einen völligen Knall und wer wir denn eigentlich sein und was wir denn glauben, was wir da eigentlich tun. Also ganz viel Widerstände auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch verständliche Widerstände, weil es eben doch genauso ist, wie du gesagt hast, sehr skeptisch zu sein und sehr vorsichtig zu sein, mit solchen Materien umzugehen. Und gerade für uns als Banker, für die wir Verantwortung auch für das Geld anderer haben, hier zu kolportieren, das sei eine neue Asset-Klasse, wie Carsten und ich es relativ bald dann doch getan haben, um 2021, wo wir die Talks hier begonnen haben, haben wir gesagt, gekommen, um zu bleiben. Eine mutige Aussage, weil wir nicht genau wissen, ob der Code wirklich hält. Das wissen wir heute noch nicht, aber wir vertrauen darauf. Das ist ein ganz entscheidendes weiteres Thema. Ich noch eine kleine Anmerkung zu diesem alles das, was man für selbstverständlich gehalten hat, wird jetzt neu überdacht. Es gibt ja dieses schöne Bild gewissermaßen des Fisches, den man auch nicht fragen kann, was Wasser ist, weil er sich darin als seinem natürlichen Element bewegt, das er als solches dann gar nicht mehr wahrnimmt. Und ein bisschen so scheint es mir auch mit dem Geldsystem zu sein. Wir Menschen bewegen uns in dem überlieferten Geldsystem wie der Fisch im Wasser und hinterfragen es gar nicht, weil wir denken, das sei gewissermaßen nur, ich weiß nicht, irgendein bedeutender Ökonom hat es, glaube ich, mal gesagt, nur so ein Schleier über all den Dingen, dass das Geldsystem selber aber in Wahrheit natürlich ein Incentive-System ist und seine Eigendynamik hat und seine eigenen Trade-offs hat. Das ist etwas, was, glaube ich, Bitcoin uns lehren kann und was Sie, so stelle ich mir das vor, wie, wenn Sie es erzählen, als Banker dann leisten zu sagen, naja, dieses Wasser hat bestimmte Eigenschaften und es lohnt sich auch mal über diese Eigenschaften nachzudenken und ob man sie vielleicht auch die man dann anders designen und gestalten kann. Und das ist schon eine fundamentale Frage und deswegen irgendwie auch eine philosophische Frage. Nur deswegen glaube ich,
sind die Menschen so daran interessiert, sich so lange mit Bitcoin zu beschäftigen, weil es tatsächlich so viele Nüsse zu knacken gibt. Ja, und wir konnten es hier sehr früh auch durchaus tun. Auch die Geschäftsleitung ist da mitgegangen, auch mit den Fragezeichen, auch mit den Hinweisen auf eine gewisse Zurückhaltung auch zu gewährleisten, aber eben das Thema zu bespielen, im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu gambeln, aber eben das Thema zu begehen. Ganz entscheidend vielleicht, bevor ich dir, Ijoma, die Frage nochmal stelle, jetzt rauscht es da ganz heftig in der Leitung. Oh, ich weiß nicht, was ist das? War jetzt okay, alles hört gut. Hört ihr mich nicht mehr? Ja, jetzt ist alles gut. Passt wieder, ja. Wunderbar. Ich dir nochmal weiter oder auf den Weg gehe zum Thema, wie ist das Buch entstanden und die Thematik, bist du ein Punk oder bist du Fan eines der Cyberpunks, will ich Carsten nochmal bitten, uns ganz kurz etwas so aus dem Blickwinkel Volkswirt und Bitcoin ein neues Geld oder mehr, die Karte in die Hand spielen, Thema Zahlungsmittel, Wertespeicher, Wertmesser, inflationsfreies Gut. Carsten, vielleicht magst du uns kurz nochmal so einen Abriss darüber geben, wie du das unter diesen Parametern betrachtest, das Thema Bitcoin-Geld. Ja, genau, guter Punkt. Das war natürlich auch einer der ersten Ansatzpunkte, den ich selber hatte, weil es ja immer heißt Kryptowährung, wie das eigentlich ist mit der Funktionalität von Bitcoin und Co. als Währung. Und der klassische Ansatzpunkt ist der, Frank, du hast es eben schon angedeutet, Währungen sind in VWL1 im Grundstudium, das lernt man ganz klar definiert, Wertaufbewahrungsmittel, Recheneinheit und Zahlungsmittel. Und wenn du das so durchdeklinierst, dann war meine erste Intention Wertaufbewahrungsmittel, naja, ich weiß nicht so genau, bei dieser Volatilität und diesen heftigen Schwankungen, also machen wir ein Fragezeichen dahinter, Recheneinheit, okay, ich kann mit allem rechnen und Zahlungsmittel, genau, und Zahlungsmittel, naja, da gab es ja die Geschichte, dass früher schon mal irgendjemand mit 7 Bitcoin, also vor, weiß nicht, 12 Jahren mit 7 Bitcoin eine Pizza gezahlt hat und ähnliches, aber mir war es jetzt nicht möglich, irgendwie hier auf der Straße zum Mittag in Bitcoin zu bezahlen, also auch so ein Fragezeichen. Ja, genau. Da habe ich aber auch also selber dann viel gelernt aus diesem Gedankengang und habe für mich dann erstmal festgestellt, ich spreche persönlich nicht über Kryptowährung, ich spreche auch nicht bei Bitcoin als Kryptowährung, weil ich glaube, darum geht es zunächst einmal gar nicht. Eine Währung zahlt sich, wenn wir jetzt an den Euro denken, zeichnet sich insbesondere auch dadurch aus, dass es eben gesetzliches Zahlungsmittel ist. Und Frank, ich erinnere mich an unseren ersten oder zweiten Krypto-Talk, da haben wir mal eine Frage bekommen von einem Teilnehmer, die lautete, wärt ihr eigentlich bereit oder würdet ihr es bevorzugen, euer monatliches Gehalt in Euro oder in Bitcoin zu bekommen? Und meine Antwort war auch genau die, gesetzliches Zahlungsmittel in Europa, in Deutschland ist der Euro. Und solange das so ist, möchte ich mein Gehalt auch in Euro bekommen, weil meine Miete und meine Abträge und mein tägliches Auskommen, das zahle ich halt in Euro und das muss ich in Euro zahlen. Und jeder, der mir irgendeine Dienstleistung zugutekommt oder mir was verkauft, ist verpflichtet, Euro von mir anzunehmen, aber natürlich keine Bitcoin. Jetzt wärst du allerdings ganz froh gewesen, wenn du seinerzeit gesagt hättest, ja, gib mir doch mein Gehalt in Bitcoin. Ja, ich glaube, wir haben damals sogar gesagt, halbe wäre nicht schlecht, aber also das ist, glaube ich, dieser Punkt. Wobei aber auch da muss ich sagen, also A, für mich die Erkenntnis, und die steht, ich spreche über Kryptoassets und nicht über Kryptowährung. Das finde ich auch ganz wichtig. Und was es für ein Asset ist, jetzt Bitcoin beispielsweise, wenn es dann keine Währung ist, zumindest nach meiner Definition, auch wenn ich gewisse Dinge damit bezahlen kann, das vielleicht auch immer mehr wird. In El Salvador kann ich mehr mit Bitcoin bezahlen als hier, also da gibt es durchaus Unterschiede. Ja. Aber das eigentliche Asset in meinen Augen beim Bitcoin ist eben diese eben von mir angesprochene erste Funktionalität, nämlich Wertaufbewahrung. Und das habe ich einfach verstanden im Laufe der Zeit, dass also diejenigen Menschen, die Bitcoin als Wertspeicher bezeichnen, nicht oder anders denken über diese Funktionalität Wertspeicher, als ich das tue. Das ist wieder so eine Evolution, die ich selber da gemerkt habe, gehen musste. Ich gucke natürlich auf die Volatilität und sage mir 68.000, 15.000, 73.000, das ist keine Wertaufbewahrung. Das ist aber eben nicht der Fokus, den die Menschen haben, die sagen, das ist mein Wertspeicher, dieser Bitcoin, sondern die schauen einfach wirklich in the long run und sagen, wenn die Alternative Euro oder Dollar oder irgendeine andere klassische Währung ist,
dann weiß ich, da gibt es diese Zentralinstanz, nämlich die Notenbank, die produziert und druckt immer mehr von dem Zeug, in Anführungsstrichen, und das sorgt dafür, dass das inflationiert wird. Mal mehr, mal weniger, in den letzten 3 Jahren deutlich mehr, aber eben auch eine Inflation, und wir wollen das ja auch, das bringt ja das Geldsystem mit sich. Wir brauchen eine gewisse Inflation, damit einfach die Wirtschaft läuft. Und das ist der entscheidende Unterschied für die, aus Sicht derjenigen, die eben sagen, dann bin ich lieber mit einem Teil meines Vermögens im Bitcoin, weil da weiß ich, da gibt es die begrenzte Stückzahl, davon gibt es nicht mehr, die Nachfrage steigt im Zweifel nur, das ist das, was wir gerade jetzt sehen in den letzten Monaten, und das führt dann eben dazu, dass wahrscheinlich der Kurs steigt. Die zwischenzeitliche Volatilität spielt da gar keine Rolle. Allerdings, das ist auch eine mutige Aussage für diejenigen, die teuer kaufen und Angst haben, ihr Vermögen jetzt im Moment gerade zu verlieren, wenn es 7% rückwärts geht. Aber in der Tat, wir kriegen auch erste Fragen. Ich möchte die jetzt nicht direkt beantworten, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen, weil die Fragestellungen verändern sich auch im Laufe der Zeit unserer Talks. Hier fragt jetzt jemand, wie ist es denn, wenn immer stärker das Bitcoin-Schürfen reduziert wird über die Halvings? Wir stehen ja kurz vor einem nächsten Halving im April. Bedeutet immer weniger Reward für noch mehr Energieaufwand, wie vorhin meinerseits beschrieben. Und die Frage dieses Zuschauers, Zuhörers war, ob sich das denn eigentlich noch lohnt. Die Antwort wollen wir jetzt nicht geben an dieser Stelle, aber ich möchte die Frage gerne erwähnt haben, weil sich die Fragestellungen einfach in der Zeit unserer Talks auch wirklich verändert haben. Ijoma, das Thema Cyberpunks, ist ja der Ursprung. Satoshi Nakamoto mit seinem Team, ominöse Gruppe. Magst du uns mal aus deiner Sicht die Cyberpunks kurz beschreiben und die Frage, bist du selbst ein Punk geworden? Auf jeden Fall ist mein Bewusstsein für Fragen, für Privacy-Fragen extrem gestiegen und gewachsen in dieser Zeit meiner Beschäftigung mit Bitcoin. Und tatsächlich kannte ich die Cyberpunks vorher nicht, was auch erstaunlich ist, was eigentlich eine sträfliche Bildungslücke ist. Denn es ist eine, wie ich glaube, ganz wichtige, entscheidende Bewegung für die Epoche, in der wir leben, für die Epoche der Digitalisierung. Die Cyberpunks, kein Wunder, wo kommen sie her? Natürlich aus Kalifornien, aus dem Silicon Valley. Die haben sich zusammengefunden. Es waren geniale Entwickler, Programmierer, Informatiker, schon in den späten 80er, frühen 90er Jahren. Und ich glaube, im Jahr 92 haben sie das berühmte Cyberpunk-Manifest veröffentlicht. Die Cyberpunks soll man nicht verwechseln mit den Cyberpunks. Auch wenn die manches gemein haben, nämlich dass sie sich für das Internet interessieren und begeistern. Die Cypherpunks waren sehr früh sehr feinfühlig. Die wussten, es wird eine gesamtgesellschaftliche Transformation durch die Digitalisierung stattfinden, die alle Lebensbereiche erfassen wird. Und weil sie keine gewissermaßen alteuropäischen Kulturpessimisten waren, die technologischen Fortschritt in der Regel beklagen und bejammern, sondern das begrüßt haben, an die schöpferische Kraft dieser neuen Technologie geglaubt haben, sagten sie, okay, wenn die neue Technologie aber auch eine Gefahr mit sich bringt, nämlich die einer totalen Überwachung durch Staaten genauso wie durch Konzerne, dann wollen wir darauf nicht reagieren, indem wir uns gewissermaßen ganz vom Internet abwenden und in die Wälder zurückgehen, sondern dann versuchen wir das Problem, bei Richard Wagners Parsifal heißt es mal, der Speer nur heilt die Wunde, der sich stach oder so. Also dann mit denselben Mitteln wollen wir die Gefahr bekämpfen, das heißt durch Kryptographie. Cypher ist die Chiffre, die Chiffrierung und die Antwort der Cypherpunks auf die Gefahr der Totalkontrolle war zu sagen, wir müssen alles verschlüsseln. Und die Macht der Kryptographie, auch das habe ich erst in den letzten Jahren gelernt, ist eine ungeheure und eine wahnsinnig entscheidende und prägende für unsere Gesellschaften. Wir hatten es lange nicht auf dem Bildschirm, weil Kryptographie nur im militärischen Bereich eine Rolle spielte und lange Zeit in dem Sinne ja auch ein Staatsgeheimnis war, nichts war, was in die Öffentlichkeit gehen durfte. Noch in den späten 90er Jahren gab es in den USA einen großen Kampf, eine Debatte, die um diese Frage ging, kann es erlaubt sein, kryptografische Instrumente jedem zur Verfügung zu stellen? Und weil Kryptographie natürlich ihrerseits einfach nur Code ist, also Zeichensprache, haben die
Leute, die sich dafür eingesetzt haben, gesagt ist, es fällt unter die Redefreiheit. Man kann den Code ja quasi auf Papier drucken, mit dem rumlaufen, ihn auf T-Shirts drucken und, ja. Und keine staatliche Instanz darf das eigentlich verbieten. Und tatsächlich hat man sich damit durchgesetzt. Und seither finden wir das tatsächlich sehr selbstverständlich. Schauen Sie mal, sowas wie vor 5 Jahren fingen die aufmerksameren Leute an zu sagen, geht nicht zu WhatsApp, geht zu Signal, da sind eure Kommunikationen Ende zu Ende verschlüsselt. Mittlerweile ja. hat natürlich WhatsApp auch nachgezogen und bringt auch kryptografisch verschlüsselte Kommunikation. Kurzum, dieser riesige Bereich, den hatten die Cypherpunks bereits in den 90er Jahren auf dem Bildschirm und sie sind gewissermaßen 2 Wege eingeschlagen. Das eine war das Darknet, also das Tor-Netzwerk, zu sagen, wir brauchen ein Internet, wo wir surfen können, ohne dass unsere digitalen Spuren jederzeit nachvollziehbar sind. Und dann sagten sie, weil sie wirklich radikal und umfassend gedacht haben, dann sagten sie, aber wenn wir eine umfassende Digitalisierung erleben und ja. zu jeder sozialen Interaktion gibt es im Grunde eine monetäre Rückseite, denn Menschen treten vor allem dann mit anderen in Verbindung, wenn sie Tauschgeschäfte mit denen abwickeln wollen, also spielt Geld so eine große Rolle, dann hilft es ja nicht, wenn wir im Tor-Netzwerk miteinander kommunizieren, aber dann bezahlen wir mit PayPal und wir verlieren wiederum alle Anonymität und alle Transaktionsfreiheit. Also brauchen wir auch ein genuines Internetgeld, das in gleicher Weise unzensierbar ist. Das ist dieser entscheidende Moment. Und Unzensierbarkeit gibt es eben nur durch Dezentralität. Dort, wo wir Zentralität haben, gibt es jederzeit einen Zugriff. Und wir haben das erlebt im Jahr 2010. Da ging es um Spenden für WikiLeaks. Und da hat die amerikanische Regierung dann einfach Druck ausgeübt auf die großen Kreditkartenunternehmen und gesagt, wickelt keine Transaktionen mehr ab, wo Spendengelder zu WikiLeaks gingen. Und in dem Moment sagten die Leute von WikiLeaks dann, da gibt es doch ein neues Geld, das quasi sich dafür rühmt, unzensierbar zu sein. Und das war eben Bitcoin. Kurzum, aus dieser Welt ist Bitcoin entstanden. Lange hat man dran, das hatte ich vorhin schon gesagt, versucht, da eine Lösung zu finden. Die kam dann 2009. Dieser Geist der Cypherpunks hat die frühen Jahre, die frühen Bitcoin-Jahre, glaube ich, sehr stark geprägt. Das waren die ersten, die kamen überhaupt nicht aus dem Monetären. Stellten dann aber fest, dass Satoshi Nakamoto selber seinerseits über sehr klare volkswirtschaftlich-monetäre Vorstellungen, Stichwort österreichische Schule, verfügte. Ja. Und sein Geld, sein Bitcoin tatsächlich auch so designt hat, dass er faktisch, historisch faktisch, aber auch idealiter eine Antwort auf die Finanzkrise war. Also eine Antwort auf ein durch eine zentrale, jederzeit manipulierbare Währung, die jederzeit erweiterbar ist, die also inflationär ist. Wir hatten es gerade eben schon. Und dem hat er ein Geld entgegengesetzt, das wie Gold sehr, sehr knapp ist, das hart zu schürfen ist, Sound Money, wie man sagt. Deswegen sind dann, glaube ich, so langsam auch ehemalige Goldbugs, die um die Schwächen von Gold wussten. Gold hat ja enorme historische Verdienste über seine letzten 5000 Jahre. Es hatte aber auch immer Schwächen und das war natürlich seine Transportierbarkeit. Und weil Gold so schwer transportierbar ist, führt es dazu, dass es wieder zu einer Zentralisierung kam. Und Zentralisierung heißt, man muss wiederum der zentralen Instanz vertrauen. Ja. Das war die Schwäche des Goldes. Als man zum Beispiel der Fed nicht mehr traute, dass sie genauso viel Gold in den Tresoren hat, wie sie Dollar in Umlauf gibt, schickte bekanntermaßen Charles de Gaulle, der französische Präsident, eine Fregatte nach New York, um seine Dollar gegen Gold einzutauschen. Und als Folge dessen löste dann in meinem Geburtsjahr, ich wusste nie, dass ich in einem historisch so bedeutenden Jahr zur Welt gekommen bin, im August, ich glaube 15. August 1971, löste Richard Nixon bekanntermaßen dann das Goldfenster. Und seither leben wir im Zeitalter des absoluten und reinen Fiat-Geldes. Im Rückblick muss man ja sagen, es ist fast verwunderlich, wie gut es gegangen ist. Aber man kann natürlich umgekehrt auch schauen, wie gut ist es wirklich gelaufen, merken wir gewissermaßen den Raub an unserem Wohlstand einfach nicht, weil er so ein schleichender ist. Ja. Also schauen wir uns die Inflationszahlen der 70er Jahre an, kann man ja sagen, ist eine direkte Reaktion auf das Ende der Goldbindung. Die waren berühmtermaßen verheerend. Vielleicht hatten die viel weniger zu tun mit dem Nahostkonflikt und viel mehr mit dem Ende der Goldbindung. Dann kam bekanntermaßen der legendäre Zentralbanker Volcker, der dann um 1981, glaube ich, die Zinsen bis auf 20% erhöhte und das Gespenst der Inflation wieder einfing.
auf all diese geldpolitischen Entwicklungen ist Bitcoin eine Antwort. Und deswegen hat es im Grunde zwei Wurzeln. Das finde ich immer so faszinierend. Es hat eine monetär-ökonomische Wurzel und eine politisch-freiheitliche. Das eine ist die österreichische Schule und das andere sind die Cypherpunks. Beide sind wichtig, auf diesen beiden Säulen fußt das Netzwerk. Ja, definitiv. Das Thema Gold, wenn man so will, diese kleinen Barren sind nicht so leicht zu transportieren. Selbst dieser kleine wäre schwierig zu transportieren. Es ist übrigens nicht, dass Sie meinen, ein wirklich echter, es ist nur ein USB-Stick, aber er hat eine schöne Form und hat auch ein bisschen Haptik. Und das ist das, was heute sehr viel teurer geworden ist, nämlich auf Rekordniveau steht. Ja. Ähnlich vielleicht zu Bitcoin, der eben auch auf Rekordniveau stand. Ja. Und man sagt, das treibt auch die Asset-Klassen-Inflation, muss man auch immer wieder betrachten, dieses Thema. Aber ich würde gerne anknüpfen an das, was du gesagt hast zum ersten Schürfen. Du hast in deinem Buch, da gibt es einen Bereich oder ein Artikel zum Thema unbefleckte Empfängnis. Seit wann gibt es Bitcoin? Der erste Bitcoin wurde im Jahr 2009 geschürft, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Das ist kein Zufall. Vielleicht magst du da noch mal kurz einklinken. Wir haben noch diverse andere Fragen, Ijoma. Wenn du versuchst, so ein klein bisschen zu komprimieren, aber trotzdem möchte ich dich nicht abbremsen. Ja, genau. Ja, ich bin ja von Haus aus Kulturhistoriker, wenn man so will. Und deswegen finde ich natürlich auch alles Geschichtliche doch immer sehr interessant. Absolut. Bitcoin-Geschichte insbesondere. Das erste Datum ist das White Paper. Satoshi Nakamoto veröffentlichte am 31. Oktober das White Paper, wo er seine Idee eines Peer-to-Peer Electronic Cash Systems skizzierte. Und der 31. Oktober ist ein historisches Datum. Kann man sagen, es war Zufall. Er hat nicht bewusst referenziert auf dieses Datum oder es war ihm bewusst und er hat genau diesen Tag gewählt. Und wenn wir wissen, wie bewusst eigentlich alle Designentscheidungen um Bitcoin herum von Satoshi Nakamoto gefällt worden sind, dann würde ich sagen, ich halte es für unwahrscheinlich, dass es reiner Zufall ist, dass er am 31. Oktober, also dem Reformationstag, das White Paper veröffentlicht hat. Was ist der Reformationstag? Naja, es war die Kriegserklärung Luthers gegen die zentrale Absolut. Glaubensverwaltung in Rom, gegen den Papst. Damit entstand quasi in der Welt der geistlichen Macht zum ersten Mal, wurde ein Monopol gebrochen und wir kamen in eine etwas dezentralere Struktur hinein. Allerdings. Und diesen Tag für das Bitcoin White Paper auszuwählen, macht ungeheuren Sinn. Der zweite entscheidende historische Tag, das zweite entscheidende Datum ist dann der Genesis-Block am 3. Januar 2009. Und wie alle Hörer hier bestimmt wissen, man kann ja in jedem Block nicht nur die Transaktionen und die für die Fortführung der Blockchain entscheidenden Informationen hineinfügen, sondern es gibt auch noch eine kleine Spielwiese, in der man Zusatzdaten, keine Ahnung, kann man sogar ablegen, eine Liebeserklärung an seine Ehefrau reinmachen, wenn man will. Und was hat Satoshi Nakamoto da reingebracht? Naja, die Titelseite der London Times von diesem Tag. Und diese Zeile heißt berühmtermaßen, der Schatzkanzler sei wieder einmal dabei, die Banken rauszuhauen. Also Second Bailout. Und damit hat Satoshi Nakamoto den Bitcoin exakt in der Krise, im Kontext der großen Finanzkrise platziert und ihn wie ein Federhandschuh dem alten System entgegengehalten. Ja, und der Handschuh ist nicht nur liegen geblieben, er wurde aufgenommen und das hat dann seinen Lauf genommen in der Entwicklung, die wir jetzt kennen. Eine Frage haben wir jetzt gerade im Talk hier. Da schreibt ein Zuhörer, hat in der Zeit gelesen, dass täglich nur 900 Bitcoin erstellt werden. Wir waren gerade bei der jungfräulichen Empfängnis, also beim ersten Status der Bitcoin und heute bei eben 6,25 pro Block, der als Reward erhalten wird. Wir wissen aber, dass aktuell aufgrund der ETFs, die in den USA begründet worden sind, insbesondere BlackRock und Fidelity, die die großen Marktaufnehmer sind, etwa zwischen 5.000, 6.000, 7.000 Bitcoin täglich erworben werden von institutionellen Investoren. Und das würde ich gerne an dich geben, Carsten. Hier war die Frage, macht das eigentlich überhaupt noch Sinn? Wie passt das zusammen? Geht das zusammen? Was ist das für eine unverhältnismäßige Marktsituation, die hier entstanden ist? Carsten, darf ich deine Antwort nutzen, für eine Sekunde rauszugehen? Ich brauche ein Stromkabel. Ja, ich bin gleich wieder da.
Sehr gern. Ja, also letzten Endes, was da passiert, das ist im Grunde genommen genau das, was seit Monaten erwartet wurde mit dieser Einführung oder mit der offenen Frage ja damals noch, ob tatsächlich jetzt die Bitcoin-ETFs in den USA zugelassen werden, ja oder nein. Ja. Das hat damals sicherlich auch schon den Kurs ein bisschen angetrieben, aber was wir de facto tatsächlich seitdem sehen, ist, dass ich drücke es mal anders aus, nicht in Stückzahlen, sondern in Marktkapitalisierung, bei einer Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen Dollar, wo wir ungefähr sind beim Bitcoin, ja. Nach dieser Hosse, die wir jetzt gerade gesehen haben, also vorher war es natürlich deutlich weniger, haben wir mittlerweile laufend sehr, sehr hohe Zuflüsse in dieses Segment und wir haben jetzt gerade vor 2 oder 3 Tagen die Situation gehabt, dass das allererste Mal an einem Tag 1 Milliarde Dollar nachgefragt wurde über die Bitcoin-ETFs. Ja. Der größte Player ist BlackRock mit ungefähr 850 Millionen, also mit Abstand. Aber das zeigt einfach, dass eben ganz, ganz viel Geld in dieses Segment im Moment Tag für Tag reinfließt. Und das ist deutlich mehr natürlich als das, was geschürft ist. Also das ist ja die Situation, wie wir sie gerade eben dargestellt haben. Wir haben ein begrenztes Gut und das heißt eben, diese sehr, sehr deutliche Übernachfrage, die muss dadurch bedient werden, dass dann eben Leute, die schon Bitcoin halten, auf die Verkäuferseite aufspringen. Und tatsächlich ist das wohl so, das habe ich auch so nachvollziehen können, dass in diesem Zuge dieser stark erhöhten Nachfrage durch die Bitcoin-ETFs in den USA durchaus das Holding oder das Hodling, wie es unter den Bitcoinern Hodling heißt, also die Bereitschaft und der Wille, gar nicht zu verkaufen, sondern zu halten, noch viel ausgeprägter geworden ist, was dann eben natürlich noch dazu beigetragen hat, dass der Kurs entsprechend weiter gestiegen ist. Also und einige Zahlen, also allein dieser BlackRock Bitcoin ETF, der ist mittlerweile 11,4 Milliarden Dollar schwer. Es gibt noch einen größeren von Grayscale, das sind 27 Milliarden Dollar. Ja. Also das ist einfach im Grunde genommen eine völlig neue Nachfragequelle. Die gab es ja so nicht. Die ist mit der Zulassung der Bitcoin ETFs erst ins Leben gerufen worden, die eben jetzt schon ja für eine gewisse Verzerrung von Angebot und Nachfrage sorgt. Und es ist eben nicht nur so ein neues Projekt oder Objekt wie ein ETF. Natürlich ist es das und darin findet das statt. Aber wer steht dahinter, ist ja die Fragestellung. Das sind nicht mehr Privates, das sind nicht mehr Spekulanten, wobei ich die Privaten auch nicht per se als Spekulanten hinstellen möchte. Da gibt es eine ganze, ganze Reihe von Hodlern, die verstanden haben, die lange halten, die sagen, das gebe ich nie mehr her. Vielleicht gehöre ich auch dazu irgendwo und sage mir, das ist mein Spargut, das ist mein Store of Value. Entscheidend ist, dass eine institutionelle Investorenschaft dazugekommen ist und die großen bekannten Namen wie Larry Fink so seine Meinung hat, sind immer wieder dann auch zitiert mit ganz aberwitzigen Kommentaren. Wir müssen einfach sehen, dass hier eine ganz starke Veränderung in der Investorenschaft sich abgezeichnet hat. Und so würde ich nochmal eben weitergeben, gerne an dich, Ijoma, wenn du so in deinen, das ist mal so eine Erfahrungsfrage, wenn du in den vielen Veranstaltungen, in denen du mittlerweile auch unterwegs bist und dort nicht nur in der Bitcoin-Blase dich befindest, wie etwa auf der BTC 23 in Innsbruck, sondern eben bist in der Willy-Brandt-Stiftung, wo ich neulich dich als Gast gesehen habe, wo einfach ganz normale Menschen wie du und ich, aber eben auch sehr zurückhaltend noch da sind, wenn du aus so einem Talk rausgehst und bist dann im Gespräch mit den Leuten. Wie ist diese Kommunikation? Wie läuft das? Sagen die? Nein, es hat sich total gewandelt. Da ist ganz viel passiert in den letzten 2, 3 Jahren. Die Außenwahrnehmung man ist überhaupt kein Freak mehr, wenn man mit diesem Thema um die Ecke kommt. Und da habe ich in der Willy-Brandt-Stiftung, wo wirklich so ein graumeliertes Kulturbürgertum sah, wenn ich da gewissermaßen die EZB vor mir hertrieb, dann bekamen die rote Wangen und fanden das völlig richtig und wichtig so. Also da gibt es einen großen Bewusstseinswandelprozess. Ich weiß noch, als die ETFs bewilligt wurden von der SEC, haben Kommentatoren immer gesagt, das ist jetzt so der Moment, wo man sagt, the grown-ups are in the room. Also wenn BlackRock und Fidelity da sind, dann sind jetzt die vernünftigen Erwachsenen. Und das ist allerdings, und das wäre doch auch, würde ich gerne als Frage an dich, Carsten, zurückspielen, das ist natürlich auch ein bisschen ein Enttäuschungsmoment. Eigentlich wollten wir ja nicht, dass die Grown-Ups kommen, weil die Grown-Ups sind ja die zentralisierenden Wall Street
Player, die bisher als Kantionisten gewissermaßen vom alten System sehr, sehr gut gelebt haben, dann diesen interessanten Move gemacht haben, zu sagen, wir können das neue Geld nicht bekämpfen, also lasst es uns lieber umarmen. Das ist eine perfekte Verteidigungsstrategie. Aber für mich als Bitcoiner ist ja das Entscheidende, dass das Netzwerk als Ganzes dauerhaft glaubwürdig dezentral bleibt. Und manchmal habe ich natürlich schon Sorge, und ich gebe jetzt nur zwei Stichworte, natürlich bewundere ich die überragende Intelligenz eines Michael Saylors. Wenn ich aber sehe, wie er zu einer der größten Bitcoin-Adressen kommt, dann denke ich mir auch, ist das vielleicht eine Gefahr für die Dezentralität des Netzwerkes? Und wenn ich jetzt sehe, wie viele Bitcoin die ETFs jeden Tag aufkaufen, und ich habe die gewissermaßen die bullischste Zukunftsperspektive, was den Preis betrifft, sodass irgendwann auch eingeschweißte Hodler schwach werden, wandern dann irgendwann alle Bitcoins in die Verwahrinstanz von Coinbase, und dann haben wir gewissermaßen diese eine Angriffsstelle, diesen einen Honigtopf, wie man so schön sagt, der dann im Übrigen auch durch die SEC oder die amerikanische Regierung kontrolliert werden kann, dann ist ja die eigentliche Freiheitsutopie eines dezentralen Netzwerkes möglicherweise in Gefahr. Also ich will sagen, die Fragen, mit denen Bitcoiner sich heute befassen, sind nicht mehr die von vor ein paar Jahren, sondern sind, weil wir haben gesehen, bis das Netzwerk funktioniert, seine Ökonomie, seine ökonomische Logik ist absolut plausibel, seine Adaptionskraft ist groß. Jetzt ist die Gefahr vielleicht da, dass wir uns zu Tode siegen. Das wäre jetzt eine Frage an dich, Carsten. Also ist eine gute Frage, genau. Also das Universum verändert sich komplett. Wir haben eine unglaubliche Dynamik da. Ich würde das mal von zwei Seiten aus beantworten. Also zum einen, selbst wenn ein BlackRock oder Grayscale ETF unglaublich groß wird, also Kapitalsammelstellen sind das ja, ganz, ganz viel Kapital sammeln, dann sind das zumindest aber ja nicht diese Institutionen, die über dieses Vermögen verfügen, sondern das ist extrem breit gestreut. Also da würde ich sagen, das unterstützt eigentlich noch diesen Gedanken der Dezentralität, wie du ihn eben gerade beschrieben hast, weil einfach vielen Leuten, denen das bisher zu suspekt war, irgendwo eine Wallet zu eröffnen oder über irgendeine Kryptobörse zu gehen und die Bitcoins auf einem USB-Stick durch die Gegend zu tragen, die haben jetzt einfach einen ganz, ganz einfachen, für sie gewohnten Zugang, nämlich einfach über ihr Depot, über eine Kennnummer, und das erweitert erstmal so diese gesamte Anlegerschaft, würde ich sagen. Also unterstützt den Gedanken der Dezentralität. Das leuchtet mir ein, aber darf ich nachhaken, würde es sich hierbei um einen herkömmlichen ETF handeln, der in Aktien investiert, dann wäre das Vermögen zwar in der Tat, wie du sagst, verteilt, aber die Stimmrechte wären bei BlackRock konzentriert, und die üben ja auch diese Stimmrechte für ihre Investoren aus. Nun gibt es bei Bitcoin, dessen Governance-Struktur sehr komplex und gar nicht leicht darstellbar ist, keine Stimmrechte, aber ein Pendant dazu wird es irgendwie ja auch geben. Macht und Einfluss gibt es in jedem Space. Ja, wobei, da würde ich dir jetzt recht geben, da würde ich gar nicht so sehr jetzt irgendwie BlackRock sehen, also diejenigen, die Hülle sozusagen dieses ETFs bereitstellen, sondern diejenigen, das hattest du eben auch angesprochen, die in der Verwahrfunktion sind, also wo diese enormen Bestände sozusagen dann sehr zentriert tatsächlich gelagert werden. Und da, glaube ich, sind wir so ein bisschen bei dieser, etwas vielleicht auch philosophischen Frage, die uns dann doch schon umtreibt, seitdem es Bitcoin gibt, nämlich kann oder wird dieses Subjekt irgendwann mal totreguliert werden, wenn die Notenbanken oder die Staaten, wenn es denen zu suspekt vorkommt, wenn da einfach zu viel Geld reinfließt. Und das würde ich mittlerweile so sehen, dass durch die Zulassung der SEC, die wir ja gesehen haben, die sich auch ganz, ganz lange geziert hat, das hat ja wirklich ewig lange gedauert und wurde immer weiter vorweggeschoben, dass da eigentlich dieser Entwicklung erstmal ein Riegel vorgeschoben wurde. Das ist der eine Gedanke. Und der andere ist natürlich, dass wir einfach durch diese Dezentralität ja immer auch die Möglichkeit haben, in andere Jurisdiktionen zu wechseln. Wir haben das ja so, also mein anderes Beispiel, grob ähnlich gelagert. Wir hatten noch die Situation, dass Bitcoin-Mining in China verboten wurde vor einigen Jahren und im Grunde genommen die Server auf LKWs verladen wurden und über die Grenze nach Kasachstan gefahren sind oder nach Kanada verschifft und nach kurzer Zeit diese Hashrate, die Frank am Anfang angesprochen hatte, wieder oben auf war. Also ich schätze das eher als theoretisches Risiko ein.
natürlich fließt unglaublich viel Geld rein, aber auch, wir haben es eben gesagt, 1,5 Billionen Market Cap beim Bitcoin, das ist das, was also Apple vor 10 Jahren schon hatte. Da haben wir bei einzelnen Aktien ein ganz anderes Gewicht dahinter und gesamtwirtschaftlich betrachtet, gerade in den USA bei diesem unglaublich großen Kapitalmarkt, glaube ich nicht, dass das ein großer Fokus ist. Ja. Wobei natürlich mittlerweile, weil du gerade die Asset-Klasse Aktie oder ihr angesprochen habt, Apple, Microsoft, wir haben die 10 größten Assets, liquide Assets, und dazu kann man sagen, dass Bitcoin mittlerweile an 8. Stelle ist aufgrund des Volumenzuwachses und immer mehr auch da eine gewisse Marktdominanz auch durchaus erreicht, auch eine sehr respektable unter dem Gesichtspunkt Bedeutung. Einen Punkt allerdings habe ich an diesem an dieser Diskussion noch zu ergänzen, das ist, dass eben manche Personen regelrecht diesen Einfluss auf Bitcoin natürlich ausüben können. Michael Saylor, der als ganz, ganz ausgeprägter Bitcoiner gesehen wird und auch heute genau dieses kolportiert, ist ein Mensch, eine Person, die auch aufgrund irgendwelcher Umstände möglicherweise seine Meinung dreht, seine Einschätzung dreht und auf einmal anfängt, riesige Mengen Bitcoin, man muss wissen, er hat alleine in dieser Firma MicroStrategy 190.000 Bitcoin liegen. Das ist eine unglaubliche Größenordnung im Verhältnis zum Markt und kann natürlich zu gewaltigen Marktturbulenzen führen. Vielleicht darf man das nicht verkennen, aber auch das würde Bitcoin nicht kaputt machen, zerstören oder an den Rand, wie gesagt, des Nonsens bringen. Es würde nur zu erheblichen Marktverwerfungen zwischendrin führen. Und die werden wir sicherlich hier und da auch nochmal sehen. Ja, wobei, auch noch eine kurze Ergänzung dazu. Ja. Auch so eine, ich denke, habe eben noch gedacht an andere Wale. Es gibt ja auch die Wale. Also diejenigen, wo man gar nicht genau weiß. Das ist eine von denen, ja, genau. Genau, und dann noch diejenigen, die seit 15 Jahren dabei sind und keiner so genau weiß, was die eigentlich für große Bestände noch haben. Das ist ja so ein bisschen unüberschaubar. Die sind aber natürlich mittlerweile auch so groß und so bedeutend, dass die es schaffen würden, ein paar Bitcoin zu verkaufen zu den aktuellen Kursen. Dann aber, Frank, du hast es eben richtig beschrieben, so viel Bewegung, Negativmomentum in den Markt reinbringen würden, dass die am Ende auch nicht mehr zu den hohen Kursen verkaufen könnten. Also ich glaube, das schützt einfach anreiztechnisch auch ein Stück weit. Ja, ja. Und gut, dass es den Markt gibt, den freien, und es werden solche Dinge entstehen und es sind auch wieder Chancen, wie jetzt vielleicht auch die Korrektur dieser heute Morgen, wie auch immer, wer auch immer sich bereitgestellt hat, Bitcoin einfach kaufen zu wollen, ist vielleicht auch so ganz gut beraten, wenn man ein bisschen abwartet, einfach solche Rückschläge auch mal abwartet. Nochmal kein Financial Advice an dieser Stelle, das möchte ich unterstreichen, aber doch mal den Hinweis geben, dass man nicht nur mit dieser Kerze nach oben rechnen muss. Ich will ganz schnell etwas sagen zu einem jemanden, der hier gefragt hat, ob man Bitcoin-ETFs von kleineren Anbietern kaufen kann, wie WisdomTree. Man muss ganz klar sagen, die US-ETFs sind in Europa nicht erwerbbar, werden auch hier bei uns nie erwerbbar sein, weil die ETFs hier eine ganz andere Rahmenbedingung haben, nämlich es müssen wenigstens 2 Assetklassen, Assets oder Güter innerhalb der ETFs angelegt sein. Es geht nicht, hier die amerikanischen ETFs zu kaufen. Und wir machen keinen Financial Advice, aber erkundigen Sie sich einfach auch, wie gesagt, auf den Internetplattformen. Ich denke mal, dass man immer wieder erwähnen kann, dass sehr gute Ratgeber durchaus eben sein können. Leute, die Podcasts machen, wie von der Börse Stuttgart kommt da einiges, oder BTC Echo ist eine sehr gute Fachzeitschrift. Was gibt es noch zu empfehlen? Vielleicht auch der Blocktrainer, den Roman Reha kann man erwähnen, der sehr viel zur Aufklärung beigetragen hat. Also das an dieser Stelle, wer wirklich Education und Wissen sucht, bitte auch da im Netz forschen oder auch gerne uns einmal fragen, und wir geben da auch gerne nochmal Informationen weiter, wo man sich hinwenden kann, wo man sich ein Stück weit auch Informationen holen kann. Das war mir noch wichtig an der Stelle zu sagen. Da würde ich gerne anfügen, dass Bitcoin unter diesem didaktischen Aspekt extrem zugänglich geworden ist in den letzten 3-4 Jahren. Das heißt, dass keiner steht mehr alleine mit diesen schwierigen großen Fragen da, sondern es gibt auf jeder Wissensebene das passende Programm, um seine Kenntnis zu vertiefen. Insofern ist es auch völlig legitim, dass Bitcoiner, die vor 10 Jahren eingestiegen sind, eine enorme Rendite gemacht haben, weil die unter einem viel, viel größeren Risiko angetreten sind und sich das Wissen über dieses Netzwerk
komplett quasi selbst anschaffen mussten. Da wurde einem nichts auf dem Silbertablett präsentiert. Und jetzt wird man überall an die Hand genommen. Deswegen spielt der Begriff Education im Bitcoin-Space ja auch so eine große Rolle, weil allen klar ist, es ist ein herausforderndes intellektuelles Projekt, aber es ist eines, das konsistent ist. Aber dann muss man diese Konsistenz an die große Öffentlichkeit bringen und verständlich machen. Und das funktioniert eben nur über Education. Nur über Education schärft man sein Bewusstsein auch dafür, was eigentlich die Würde und Anmut von Bitcoin ist, nämlich die Selbstsouveränität, die eigenverantwortliche Verwahrung eines Vermögenswertes ohne Gegenparteirisiko. Und das hat es in dieser Weise, wenn man davon absieht, dass man seinen Goldbarren im Garten vergräbt, so eigentlich noch nie gegeben. Aber um diese Selbstsouveränität zu leben, seine Bitcoins im Cold Storage zu verwahren, dazu gehört halt doch ein tieferes Verständnis des Vermögenswertes, und deswegen ist Education so wichtig. Genau, und wenn es um Education geht, spiele ich mal kurz nochmal die Karte an Carsten. Und wir gehen mal kurz auf unsere Präsentation. Carsten, wir hatten im Vorfeld, und das passt jetzt vielleicht ganz gut, weil auch ein Hörer danach fragte, kann ich denn ein ETF kaufen? Macht das Sinn, um die Werterhaltung zu gewährleisten? Letztendlich ist es, glaube ich, egal, ob man einen ETF, der in Europa zugelassen ist, der in Bitcoin unter anderem investiert, kauft, oder ob man direkt in ein Wallet geht. Und Carsten, wir haben diese Übersicht, die Quelle ist der Blocktrainer zum Beispiel, die sich mal mit den einzelnen Aspekten hier beschäftigt haben und haben das versucht, eben so grafisch darzustellen. Ich finde, es ist gelungen. Jeder von uns hier und den Zuhörern kann hinterfragen, ob die Bewertung grün, gelb oder rot hier richtig ist oder ob das färbend ist, manipulativ. Aber ich habe diesen Chart trotzdem mal gewählt. Carsten, vielleicht magst du mal kurz darauf eingehen. Ijoma, bitte gib du da auch deine Sicht dazu. Ich gebe euch mal die Bühne für diesen Chart. Ja, genau. Vielen Dank, Frank. Ja, im Überblick, also was hier einfach dargestellt ist, sind verschiedene Eigenschaften von Bitcoin, klassischen Fiat-Money-Währungen, also Euro oder Dollar und eben Gold. Und auf den ersten Blick kann man sehen, dass hier die Ampeln eben beim Bitcoin am stärksten grün sind. Es gibt eine ganz dicke rote Ampel, das ist die fehlend lange Historie. Ja. Das macht uns das ganze Thema so im Asset Management ja auch so ein bisschen schwierig zu greifen, weil immer wenn wir irgendwie was Neues, insbesondere eine neue Asset-Klasse, die sich hier, glaube ich, etabliert, mit reinnehmen wollen in Portfolien, dann rechnen wir erstmal am besten über Jahrzehnte zurück und machen Backtestings und suchen nach Rendite-Risiko-Eigenschaften. Das ist hier natürlich ein bisschen schwierig. Beim Bitcoin haben wir immerhin 15 Jahre mittlerweile, bei anderen Krypto-Assets sieht das ja noch ganz anders aus. Und ja, Frank, du hast es eben gesagt, ich glaube, so einige Punkte, da kann man natürlich drüber diskutieren. Zensurresistent, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Wie sieht es aus mit der Regulierung? Ich schätze das Ganze eher so ein, dass wir eine sehr pro-krypto-orientierte Regulierung haben. Also in dem Sinne, dass eben nicht tot reguliert werden soll, sondern dass einfach das Umfeld reguliert wird. Das Ganze ein bisschen stabiler gemacht wird. Das ist ja auch dringend notwendig, wie wir am Jahr 2022 gesehen haben, wo wir gelinde gesagt, freundlich ausgedrückt, ganz, ganz viele Pleiten, Pech und Pannen erleben mussten, weil es einfach ein völlig neues Umfeld ist. Und ja, insofern, wenn man hier im Überblick sich das Ganze anschaut, dann hat Bitcoin zumindest, ich würde sagen, nicht in jeder Hinsicht, aber doch einige Vorteile gegenüber eben Gold- und Fiat-Money-Währungen. Wenngleich eben aber auch die Frage ist, wie gewichtig denn sowas, ne? Also diese Aspekte, diese Eigenschaften, die sind nicht gleichgewichtet, da muss jeder für sich, fragen, wie du das eben auch gesagt hast, einfach feststellen, wo lege ich da meinen Schwerpunkt. Und jedes der Parameter ist im Grunde eine solcher Talks wert, auf die Langlebigkeit einzugehen, die Verifizierbarkeit. Ijoma, wenn du diesen Chart siehst, gibt es so ein, zwei Punkte, die du für dich selber mal heraushebst und kommentierst? Naja, ich bin ja Kritiker, deswegen muss ich immer versuchen, nach den Schwachstellen zu schauen. Da würde ich sagen, ihr habt natürlich euch jetzt für Parameter entschieden, die sehr günstig für Bitcoin ausfallen. Man könnte auch andere Parameter noch hinzufügen. Zum Beispiel könnte man nach Zensurresistenz, könnte man auch Anonymität fragen. Und dann bekäme das Fiat-Geld dabei natürlich ein totales Rot, da ist gar nichts anonym. Aber auch Bitcoin ist eben doch nur pseudonym. Das ist ja unter Privacy-Aspekten ist es ja auch nicht das ideale Geld, da muss man ja ehrlich sein. Privacy-Fanatiker würden eher zu Monero wechseln. Beim Gold, ich will Gold nie schlecht reden, aber man muss sich doch
seine Schwächen auch nochmal klarer vor Augen führen. Bei der Verifizierbarkeit, das ist ja fair enough, ihm da ein Gelb zu geben, aber man könnte ihm eigentlich auch ein Rot geben. Rot, ja. Denn wo wurde je glaubwürdig, wie soll je glaubwürdig die tatsächliche Menge, die irgendeiner zentraler Tresor verwahrt, überprüft werden? Und auch schon in der Materialität ist Gold gar nicht so einfach. Also da hat es, glaube ich, auch noch mehr Schwächen. Aber also trotzdem, es ist schön, diese Parameter zu haben, weil sie einem ein Gefühl dafür geben, was diese Eigenschaften sind, mit denen die verschiedenen Geldtechnologien antreten. Das ist auch einfach ein tolles Beobachtungsmuster. Ja. Ja, in der Tat. Also solch einen Chart zu bearbeiten, ich hatte es eingangs gesagt, das ist zunächst mal eine Aussage und weiter zu beleuchten und tiefer zu gehen, macht aber genau den Reiz aus. Und Ijoma, du hast gesagt, das kritisch zu betrachten ist genau auch ja unser Ziel. Wir sind ja nicht hier angetreten, der Carsten Mumm und ich, mit diesem Talk zu sagen, das ist alles genau das, was ihr haben und machen müsst. Ja, uns geht es ja wirklich darum zu sagen, bitte beachtet, beleuchtet, hinterfragt. Geht in die Diskussion, auch wir intern in der Bank in Diskussion, wie Carsten es gerade für unser Asset Management beschrieben hat. Ist das wirklich der Weg, den wir gehen wollen? Ist es auch der, den wir gehen können? Und letztendlich entsteht durch diese Beschäftigung und Auseinandersetzung damit auch immer mehr eine Entscheidungsebene, die uns allen hilft, auch wenn der Preis dann vermeintlich bei $100,000 steht. Aber da muss ja nicht Ende der Fahnenstange sein, wenn man dieses enge Gut betrachtet. Was ich nicht damit sagen will, dass ich mich hier anschließe bei den Leuten, die sagen, bald 500.000, das ist mir fern. Aber entscheidend ist diese Auseinandersetzung einfach damit. Ja. Ijoma. Cathie Wood hat ja ihre konservative Prognose von 1,5 Millionen Ende des Jahrzehnts jetzt korrigiert auf 2 Millionen. Ja, mir ist es immer noch nicht bullisch genug. Ja, okay, dann nehmen wir das mal so. Cathie Wood ist allerdings auch ein Interessenkonflikt hoch 10 mit ihren eigenen Investments oder Fonds. Spielt sie natürlich gern auch ihre Marktstellung. Das halte ich nicht immer für glücklich, aber du, so ich dich meine zu kennen, auch nicht. Ich habe nochmal aus deinem Buch so ein paar Akzente mir herausgepickt und da fand ich eins, auch wenn wir das schon ansatzweise jetzt mal mitbesprochen haben, aber ziemlich klasse, da steht in einem Satz, zu gut, um nicht verboten zu werden. Ijoma, gib uns noch mal kurz ein Statement dazu. Naja, das war eigentlich eine Reformulierung eines interessanten Aha-Momentes, den Ray Dalio hatte. Ray Dalio war lange ein Bitcoin-Kritiker, und zwar einfach, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass das ein solide funktionierendes Geldsystem ist. Und dann hat er aber, der Intellektuelle, der es ist, doch nicht locker gelassen, wollte es immer genauer verstehen. Und als ihm dann irgendwann aufging, ach so, Bitcoin funktioniert, war dann seine nächste Reaktion, okay, wenn das funktioniert, dann ist es so gut, dann werden Staaten es verbieten. Diese Konkurrenz werden sich die Geldmonopolisten nicht gefallen lassen. Aber da war Ray Dalio dann doch noch einen Schritt, noch nicht einen Schritt weit genug gegangen in seinem Verständnis, denn dann, sonst hätte ihm auch klar sein müssen, dass man ein dezentrales Netzwerk nicht verbieten kann. Das ist ja die Resilienz von Bitcoin. Sie können sehr leicht PayPal verbieten, denn da haben Sie eine ladungsfähige Anschrift. Da können Sie die Polizei vorbeischicken und den CEO verhaften. Und dann wird vermutlich nicht eine PayPal-Transaktion mehr stattfinden. Bei Bitcoin gibt es überhaupt gar keinen Angriffspunkt. Sie können die On- and Off-Ramps, denen können Sie das Leben schwer machen, aber auch immer nur im Rahmen ihrer nationalen Jurisdiktion. Und beim globalen Geld spielt es ja kaum eine Rolle, wenn es jetzt in einem einzelnen Land wie Nigeria zum Beispiel verboten wird, dann fühlt sich das Netzwerk dadurch nicht angegriffen. Kurzum, Bitcoin macht es den Staaten schon ungeheuer schwierig, und deswegen vermute ich, dass die Staaten sich ähnlich verhalten werden, wie es Wall Street getan hat. Nachdem Wall Street erkannt hat, dass sie dieses neue Geld nicht mehr los wird, hat es umarmt in Form der ETFs. Und vermutlich werden Staaten, wenn ihnen aufgeht, dass sie den Konkurrenten nicht mehr loswerden, ihn auch umarmen und ihn auf die eigene Balance Sheet nehmen. Und dann sind die Staaten plötzlich handlungsfähig, die über Bitcoin als Reservewährung verfügen.
Ja. Da passt ganz gut nochmal hin, auch so ein, ich bezeichne ganz es mal. Ganz kurz, könnten wir den Bildschirm wieder so umschalten, dass ich euch wieder etwas größer sehe? Ja. So, das haben wir. Da passt ganz gut nochmal hinein ein Aspekt, den ich auch so ein bisschen bezeichne unter philosophischer Betrachtung. Dass du hast das in deinem Buch beschrieben, mit die volle Schlüsselgewalt zu besitzen. Augustinus, die Dreifaltigkeit, der Junge und das Meer. Ich fand das sehr spannend zu lesen. Und wenn du unseren Zuhörern das so ein kleines bisschen nochmal versuchst darzustellen, wie du das für dich übersetzt hast. Und weil es hier nicht nur die technologische Seite ist, sondern auch die philosophische Seite wirklich, vielleicht auch eine Glaubensfrage dahinter steht, sag doch mal bitte etwas dazu, Ijuma. Jetzt hast du aber viele Punkte angesprochen. Also die volle Schlüsselgewalt bezieht sich einfach nochmal auf diesen Gedanken, not your keys, not your coins. Und das ist für jeden Normie und auch noch für auch jemand für einen überzeugten Bitcoiner wie mich auch immer noch eine Herausforderung und Verunsicherung, weil wir diese Form der Eigenverantwortung tatsächlich eigentlich gar nicht mehr kennen. Wir sind es gewohnt, immerzu zu delegieren und uns auf das Versicherungsprinzip zu verlassen. Das heißt, wenn im einzelnen Falle etwas schief geht, gibt es da eine Versicherungsgemeinschaft, die das auffällt. Dieses Prinzip ist in vieler Hinsicht auch gut, dass es aber auch dazu führt, dass wir gewissermaßen gar nicht mehr glauben, selbstverantwortlich unser Schicksal in die Hand nehmen zu können oder zu müssen. Das halte ich für eine gesellschaftliche Fehlentwicklung. Und da ist Bitcoin natürlich ein Gegenmittel, wenn man Bitcoins wirklich hält. Und das tut man natürlich nicht, ich wiederhole mich, wenn man die entsprechenden ETFs kauft. Die Selbstverwahrung, da müssen wir uns aber auch ehrlich machen, ist nichts, was meiner Meinung nach in der breite Massenadaption erfahren wird. Dazu ist es psychisch einfach schon zu herausfordernd. Ja. So simpel der Vorgang ist, zu sagen, meine Seed Phrase von 12 Wörtern muss ich analog irgendwo notieren und sicher verwahren. Jeder, der mit Bitcoin in Berührung gekommen ist, zerbricht sich einmal in der Woche den Kopf darüber, ob seine Sicherheitsstruktur belastbar ist und so weiter. Das ist auch die ganze Frage, die ja doch bei Vermögen eine Rolle spielt, anders als gewissermaßen das öffentliche Bild, wo es immer um dieses Getting Rich Quick geht, als wären Leute, die sich mit Vermögensfragen beschäftigen, von starker Gier getrieben. Vermögen ist im Wesentlichen, hat etwas mit Zeit zu tun, mit dem Versuch, einen Wert über die Zeit zu erhalten. Und einen Wert über die Zeit zu erhalten, heißt vor allem, ihn auch familiendynastisch gewissermaßen weiterzugeben. Und da haben wir natürlich mit der vollen Schlüsselgewalt, wie ich es genannt habe, in Anspielung an Petrus, der ja in Bezug auf unser Seelenheil die volle Schlüsselgewalt hat, der Papst hat die volle Schlüsselgewalt, da ist es ein Problem. Wie vererbt man Bitcoin, wenn ich meine 12 Passwörter so im Kopf habe und dann erwischt mich die Straßenbahn leider, dann sind meine Bitcoins mumifiziert bis in alle Ewigkeit und keiner wird sie mehr anrühren können. Kurzum, da sind Herausforderungen, da gibt es auch immer, das ist ja das Tolle, dass das Bitcoin-Netzwerk, gerade weil es ein kollektiv lernendes System ist, so ungeheuer innovativ ist, also es steht da ja auch immer wieder Neues, da gibt es auch technologische Antworten drauf, Stichwort Multisig, aber die gesamte Komplexität von Multisig zu verstehen, da brauche ich schon auch wieder ein dreimonatiges Retreat, wo ich mich mit nichts anderem beschäftige. Kurzum, Bitcoin ist toll, aber es ist schon auch anspruchsvoll. Ja. Weiterer Punkt. Österreichische Schule wollte ich nochmal ganz gern. Vorhin ist es auch schon mal zum Tragen gekommen. Österreichische Schule, die favorisierte Langsamkeit. So könnte man es ja vielleicht ganz, ganz, ganz kurz fassen. Aber Ijoma, du hast das Thema vorhin kurz angeschnitten. Mir erscheint es immer sehr wichtig zu verstehen, wenn man Bitcoin verstehen will, weil viele versuchen, die Plattform zu optimieren. Sie müsste schneller funktionieren, die Blöcke müssen schneller gefunden werden, etc. Vielleicht da bitte nochmal etwas zum Thema österreichische Schule von dir. Oder auch von Carsten, von dir natürlich als Ergänzung.
Naja, niedrige Zeitpräferenz, über lange Zeiträume denken, das ist schon in der DNA von Bitcoin angelegt. Deswegen würde ich schon auch denken, Bitcoiner sind konservativ, was die Technologie betrifft. Sie wollen keine Veränderung. Sie wollen sich auch nicht bange machen lassen, dass es andere Kryptowährungen gibt, die technologisch viel mehr können. Bitcoin soll nicht viel mehr können, sondern es soll nur diese eine Sache, aber die dafür maximal gut können. Und je weniger Veränderungen es da gibt, glaube ich, desto mehr vertraut man Bitcoin als langfristigen Vermögenswert. Dass Geldpolitik hektisch wechselt, das kennen wir zur Genüge von Fiat-Geld. Dafür müssen wir nicht in die neue Welt von Bitcoin aufbrechen. Was hat es mit der österreichischen Schule zu tun? Naja, für mich war das sowieso erstmal eine Offenbarung. Ich bin ja nun kein Ökonom, aber wie ich dann festgestellt habe, auch Volkswirte sind bisher durchs Leben gelaufen, in der Regel ohne von der österreichischen Schule gehört zu haben. Ich kannte Friedrich von Hayek und war von seinem Denken, er ist für mich der Denker der Dezentralität, der eigentlich aus diesem Gedanken heraus die Überlegenheit der spontanen Ordnung, wie wir sie bei freien Märkten haben, die Überlegenheit freier Märkte gegenüber der Zentralisierungsgewalt der Planwirtschaft herausgearbeitet hat, in einem weltgeschichtlich interessanten Moment, einem Moment, wo es nämlich gar nicht so klar war, der Westen hatte im Systemwettbewerb mit dem Kommunismus sich zwar moralisch überlegen gefühlt, Stichwort Freiheit, aber er war sich keineswegs sicher, ob er auch effizienter ist. Denn diese Vorstellung, dass es vielleicht doch besser ist, wenn so ein Zentralkomitee alle Informationen bündelt und dann genau die richtigen Entscheidungen fällt und alle müssen nach seiner Pfeife tanzen, naja, da waren wir uns, ich sage uns jetzt, gar nicht so sicher. Und das war dann Friedrich von Hayek, der kam und sagte, nein, nein, keine Zentrale ist in der Lage, diese Komplexität an Informationen zu verarbeiten. Das kann nur der Markt, der über dieses geniale Preissystem, wo Preise wie Informationen über knappe Ressourcen funktionieren, das kann nur der Markt leisten. Naja, ich kannte Hayek, ich wusste aber nicht, dass man Hayek der österreichischen Schule zuschlug. Und ich kannte ihn auch im Studium tatsächlich, ein Philosophiestudium. Und lernte jetzt erst durch Bitcoin, gehen wir dann die ganze wunderbare, leuchtende Tradition der österreichischen Schule kennen. Ludwig von Mises natürlich als das Zentralgestirn. Und das hat mich dann als Philosoph, der immer starke Freiheitsbegriffen gedacht hatte, natürlich total geplättet, dass es da eine Wirtschaftsphilosophie gibt, in deren Kern nicht irgendwelche mathematischen Modellierungen, scheinbare Extrapolierungen zukünftiger Wirklichkeiten eine Rolle spielen, sondern die Subjektivität, das Subjekt, das seine Wertentscheidungen fällt. Und auf diesem Fels gewissermaßen ruht das ganze Denken der österreichischen Schule. Und das ist nicht nur von starker Erklärungskraft, sondern es gibt auch der Freiheit so einen großen Raum. Und dass die österreichische Schule jetzt, ich glaube, die wenigen Fackelträger, die es immer gab, die liefen aber unter dem Bildschirm der öffentlichen Wahrnehmung, die sind selber völlig überrascht, als sie vor 10 Jahren, vor 15 Jahren feststellen mussten, plötzlich reden die Bitcoiner alle von der Austrian School. Was ist denn da passiert? Also, ich glaube, es ist eine unschlagbare Symbiose. Ja, es lohnt sich, wenn ich das so sagen darf. Ich habe mich dann auch mal damit beschäftigt, habe vieles gelesen darüber. Es gibt auch dafür Tutorials sogar mittlerweile, natürlich in Analogie auch zu Bitcoin, aber ganz generell, wer sich von unseren Hörern dafür interessiert und da mal hineintauchen möchte, einfach mal auf YouTube eingeben, österreichische Schule, da gibt es eine ganze Reihe von Spezialisten. Wir können da auch Empfehlungen geben, die sich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt haben. Ehe ich jetzt auf den nächsten Punkt übergehe, das ist so die schwäbische Hausfrau, was hat die hier in diesem Talk zu suchen? Da komme ich nochmal zu dir, Ijoma. Natürlich würde ich jetzt an dieser Stelle ganz gerne nochmal so auf meinen Eingangsaspekt zurückkommen und sagen, von diesem Buch haben wir 3 Bücher, die loben wir aus und geben Sie uns in den Chat 3 Antworten. 2 sollten richtig sein. Wie viele Bitcoins gibt es maximal insgesamt? Wann ist das? Welches Geburtsjahr ist das Geburtsjahr von Ijoma Mangold? Und die Marktdominanz von Bitcoin, ich hatte es eingangs geschildert, liegt bei X%.
Ja, das zu den drei Fragen. Schreiben Sie das bitte in den Chat und die ersten drei, die da in dem Chat drinstehen, den senden wir dann über die E-Mail-Adresse, kommen wir auf Sie zu, dann dieses Buch jeweils gerne zu. Ja, Ijoma, die schwäbische Hausfrau, magst du dazu uns nochmal ein Stück weit was zu sagen? Ich habe das ja gelesen und ich fand das irgendwie auch sehr spannend oder auch interessant, das mal von dieser Seite zu betrachten. Wie soll ich mich der Frage nähern? Mal so, grundsätzlich ist mein Bild von Deutschland nicht so, dass ich denken würde, wir sind besonders prädestiniert, so ein freiheitliches Geld wie Bitcoin zu adaptieren. Ja. Da sind die libertären Intuitionen in den USA eindeutig ausgeprägter. Und insofern bringt ein Amerikaner bessere Voraussetzungen mit, um Bitcoin zu verstehen als ein Deutscher. Wir haben allerdings eine andere Tradition und die hat natürlich auch was mit unserer Inflationserfahrung aus den 20er Jahren der Weimarer Republik zu tun. Und diese Tradition wiederum des ordentlichen Haushaltens ist dann doch auch eine starke deutsche Tradition. Und die schwäbische Hausfrau ist in Verruf geraten, weil die Geldtheorie, die modische Geldtheorie von MMT bis zum normalen Neo-Keynesianismus vollständig davon überzeugt ist, dass wir immer mehr Schulden machen müssen. Die Schulden sind natürlich, wenn von ihnen die Rede ist, immer nur gute Schulden, nämlich solche, die mit denen in neue Infrastruktur investiert wird, nicht konsumtive Schulden und selbstverständlich immer nur eine Antwort auf eine augenblickliche Krisensituation. Allerdings lehrt die Erfahrung, dass es nie zu einer Rückführung der Neuschuldenaufnahme gekommen ist. Kurzum, die Politik als System, würde ich sagen, hat sich eingerichtet darin, dass sie die Steuern nicht mehr erhöhen muss, dass es für die Politik unangenehm, dass sie den Schuldenstand hingegen, namentlich in den USA, exponentiell von Monat zu Monat erhöhen kann und dass sie diese Schulden natürlich mehr oder weniger monetisiert, das heißt also die Zentralbank die entsprechenden Schuldtitel aufkaufen lässt, zu einem großen Teil, weil sonst die Zinsen, würde ich vermuten, durch die Decke gehen würden. Und das ist natürlich, das wäre der totale GAU, wenn es namentlich der Fed nicht mehr gelänge, die Zinsen unten zu halten. Und das tut sie durch Staatsanleihenankäufe. Namentlich, aber Carsten, das wirst du alles besser entfalten können, namentlich, weil entscheidende Käufer von Staatsanleihen weggebrochen sind. Seit 2013, glaube ich, reduziert China, einer der erheblichsten Abnehmer, seinen Bestand an Treasuries. Und seit Russland erlebt hat, aus politisch guten Gründen, wie ich finde, dass man seine Auslandsreserven einfach konfiszieren kann, fällt natürlich auch Russland als möglicher Käufer weg. Wer bleibt da übrig? Naja, die Banken. Und dann ist natürlich die Frage, wie werden die Banken wiederum reguliert? Man kann die immer so regulieren, dass sie dann als Käufer von Staatsanleihen in Frage kommen, um den damit es da nicht zu krisenhaften Momenten kommt. Naja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Spannende Fragen, die aber, Carsten, du viel besser entfalten kannst. Was ich sagen will, die Vorstellung der schwäbischen Hausfrau, bei der Einnahmen und Ausgaben irgendwie ins Gleichgewicht kommen müssen, die würde unter einem Sound-Money-Geld wie Bitcoin plötzlich wieder zum Standard werden. Und die schwäbische Hausfrau ist für mich das Realitätsprinzip. Ich glaube auch, wie ich vorhin gesagt habe, warum man mittlerweile auch gewissermaßen in der Willy-Brandt-Gesellschaft, also im deutschen Kulturbürgertum, auf so offene Ohren stößt, dann deswegen, weil allen irgendwie klar ist, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass man sich dass das Realitätsprinzip gesund ist. Übrigens auch im Sinne der Investition, denn die Politik des billigen Geldes führt ja nicht zu produktiven Investitionen. Während ein solider Geldstandard, da überlegt man sich sehr genau, in was man investiert. Genau. Und dafür setzt man sich dann auch ein. Bisher wird neu geschaffenes Geld genutzt für Aktienrückkäufe, um die Aktienkurse zu treiben. Davon profitieren dann wiederum nur die Kantillonisten. Die Aktien schon zuhauf haben, ja, in der Tat. Das war so ein bisschen auch die Absicht meiner Frage, doch mal auf den Grund wieder zurückzukommen. Was bewirkt aber auch Bitcoin, zumindest in der Diskussion zunächst mal? Was verändert sich dadurch auch bei den Menschen, die auch in Entscheidungspositionen sind, die sich mit diesem Thema neu auseinandersetzen? Österreichische Schule, eben schwäbische Hausfrau. Ein bisschen wirklich back to the roots bei all dieser überbordenden Verschuldungsstrategie, die die Regierungen nach wie vor gehen, insbesondere die Amerikaner.
Ich habe noch so ein Reizthema, das immer wieder kommt und trotzdem es oft schon diskutiert wurde, sich aber trotzdem hält. Und ich hatte vorhin eingangs gesagt, als ich die Hashrate angesprochen habe, dass wir mittlerweile 600, weiß ich, 10 oder 19 Exahashes haben. Das bedeutet ein riesiger Energieaufwand, um Bitcoin zu erzeugen. Und ist Bitcoin eine Umweltsau, ist eben eine Fragestellung in deinem Buch. Aber die Frage stellst nicht nur du alleine, sondern sehr, sehr viele, insbesondere auch Gegner von Bitcoin und durchaus an bestimmten Stellen auch zu Recht. Aber worauf zielt es ab und was entwickelt sich auch dort zum Thema Energieerzeugung, zum Schürfen von Bitcoin? Carsten, auch du gerne nochmal was zu dem Thema, was ökonomisch getrieben ist. Und dann ich, auch. Also ich mache vielleicht mal den Anfang, Ijoma, sehr gern ergänzt durch dich dann. Ich finde immer, diese Diskussion ist also auf der einen Seite ein bisschen kurz gesprungen, weil man immer nur diesen einen Aspekt betrachtet, der wiederum bei Bitcoin eben auch so unglaublich transparent ist. Wenn wir einfach mal schauen, wenn wir über Wertspeicher sprechen und Gold meinetwegen als Alternative nehmen. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, Gold ist mein Wertspeicher. Oder wenn wir über Zahlungsfunktionalitäten sprechen und andere Zahlungsverkehrssysteme, Kreditkartensystem, Bankensystem etc. pp. Mit reinnehmen, dann sind das einfach unglaublich große Institutionen und Systeme, wo ich eben gar nicht so transparent sehen kann, was steckt da eigentlich für einen Energieverbrauch hinter. Das ist das eine. Wir müssen den Nutzen mit reinnehmen auf der anderen Seite. Der Nutzen ist jetzt vielleicht für uns, finde ich auch mal einen ganz wichtigen Aspekt, die wir in Europa leben, wo alles ganz gut funktioniert, wo Institutionen funktionsfähig sind, wo ich mit meinen Euro wirklich, abgesehen davon, dass die Inflation in den letzten 2-3 Jahren stark erhöht war, aber alles erreichen kann, dann ist dieser Nutzen und dieser Mehrwert für uns hier vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick ersichtlich, aber für Leute, die in anderen Jurisdiktionen leben, wo es eben nicht so rechtssicher ist, da haben wir schon mal wieder eine ganz andere Form von möglicherweise Nutzen. So, und ich glaube, das ist einfach, diese Diskussion ist mir immer zu stark abgekürzt. Und wenn ich jetzt nochmal ganz ein bisschen plakativer werden möchte, dann würde ich sagen, Gaming wird auch immer mehr, verbraucht unendlich viel Energie. Ich kann nicht genau sagen, wie viel. Darum finde ich das Argument immer ein bisschen haltlos. Und man muss einfach eben vor allen Dingen den Nutzen auf der anderen Seite mitsehen. Ja. Naja, der größte Energieverbraucher wird künftig in Artificial Intelligence sein. Und damit werden wir auseinandersetzen müssen. Aber was ich interessant finde, dass ich tatsächlich ein Schwenk des Narrativs beobachte, womit ich auch nicht gerechnet hatte. Für die Ehrlichkeit der Diskussion war sehr entscheidend zu sagen, es geht doch nicht um den Energieverbrauch, sondern um den CO2-Fußabdruck. Ja. Ja? Wir wollen ja nicht Energie als solche dämonisieren. Zivilisationen leben von Energie. Und das Bitcoin-Netzwerk oder die Miner sind auf diese Diskussion eingestiegen, auf konstruktive Weise. Und ich bin mit Zahlen nicht besonders gut, aber ich würde denken, dass wir ungefähr 60, 61, 62% mit grüner Energie, mit grünem Strom Mining betreiben. Dazu gibt es eine Studie, ne, von der University Cambridge, die man auch sicherlich im Netz findet, wenn man da mal nachdenkt. Das ist keine so schlechte Bilanz. Wird, glaube ich, kein anderes Land schaffen und auch vermutlich auch nicht einfach jede andere Industrie. Insofern Hut ab. Aber viel interessanter ist dieser Paradigmenwechsel, der eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein. Tatsächlich sind wir, glaube ich, gerade dabei, dass das Bitcoin-Mining zu einem Katalysator für erneuerbare Energien wird. Denn die Logik des Bitcoin-Mining lautet, deswegen findet ja auch kein Mining im Hochpreisland Deutschland statt, man meint dort, wo die Energiekosten am geringsten sind. Was ist die billigste Energie? Es ist Renewable Energy, weil deren Grenzkosten namentlich gleich null sind. Das heißt aber umgekehrt, es könnte für Miner doch attraktiv sein zu sagen, wir übernehmen diese Kapitalinvestition in neue grüne Energie, was weiß ich, man hat einen Wasserfall in Afrika baut da ein Wasserkraftwerk hin, das die nächstgelegene Stadt mit Strom versorgt und die überflüssige, die sogenannte Stranded Energy, nutzen die Erbauer des Kraftwerks zum Bitcoin-Mining. Und dann hat man plötzlich ein ganz stabiles Netzwerk. Es geht ja bei Strom sowieso immer nur um die Netzwerkstabilität. Ja.
Und da ist Bitcoin von großer Hilfe. Noch ein anderes, und das ist jetzt nicht Zukunftsmusik, auch das, was ich gerade erzählt habe, wird schon real praktiziert. Und auch das andere ist Methangasverbrennung. Methangas fällt bei der Erdölförderung an. In Texas sind große Energiekonzerne dabei, mit Minern zusammenzuarbeiten, weil es natürlich sogar positiv sich auf die CO2-Bilanz auswirkt, wenn man dieses Methan nicht wie bisher einfach verbrennt, sondern es nutzt und vor Ort, das ist halt das ist dieser praktische Vorteil, Bitcoin-Mining ist halt so hoch mobil. Man kann immer dorthin gehen, wo die Energiequelle anfällt, weil man seine ASICs einfach gut transportieren kann. Man kann eine Stadt, die viel Strom braucht, nicht zu dem Wasserfall an einem afrikanischen Berg umsiedeln, um die Energie abzunutzen. Aber das kann man natürlich mit dem Bitcoin-Mining machen. Absolut. Ja, danke. Ja, wir sind 10.59 Uhr. Wir haben nicht den Anspruch, genau auf den Punkt zu landen, aber es ist auch ganz schön, wenn wir das tun. Wir werden es nicht ganz schaffen, weil ich beide, Ijoma dich und Carsten dich, auch noch um ein kurzes Schlusswort einfach bitte, wie auch immer das in euch gerade präsent ist. Und das passt vielleicht, ein Zuhörer fragte noch nach, ja, was so ein bisschen klassisch ist, aber ich lese die Frage mal vor. Aber letztendlich muss doch einer dafür verantwortlich sein, der Ansprechpartner für Bitcoins ist und dafür gerade stehen sollte. Und diese Fragestellung ist ja vollkommen gerechtfertigt, wenn man als Außenstehender, der sich neu mit dem Thema beschäftigt, aber auch bei uns aus dem Kundenkreis der Vermögensverwalter, Asset Manager, sind auch viele, die das Thema nicht vordergründig gesehen haben. Und wer auch immer die Frage hier stellt, an dieser Stelle kommt sie vielleicht von vielen und sagt, da muss es doch jemanden geben, den ich ansprechen kann, wenn. Und vielleicht kann euer kurzes Schlussplädoyer ein Stückchen darauf eingehen und dann nochmal euren Punkt dazu. Und dann moderiere ich ab. Ja, die Frage ist toll, weil sie ins Herz der Sache ja. trifft. Ja, genau deswegen ist Bitcoin etwas Neues. Deswegen ist es dieser technologische Durchbruch, weil da eben niemand ist, der in der Verantwortung steht, weil da niemand ist, der alleine endgültig zu entscheiden hat über etwas. Es ist übrigens dann doch auch nicht ein solches Singularitätsmerkmal. Und das kann man beobachten, als es um die Frage ging, wer soll eigentlich die Bitcoin regulieren. Ist es die SEC, die für Wertpapiere zuständig ist, oder der kleine Bruder, die für die Commodities zuständig ist? Ich weiß ihren Namen nicht. Und das da hat Gary Gensler klar gesagt, nee, für ihn ist Bitcoin Commodity, ist kein Wertpapier. Hm. Und der Unterschied und die Eigenschaft von Commodity ist eben, da ist keiner verantwortlich. Ist ja auch keiner verantwortlich für die Goldvorhaben im Erdinneren oder die Vorkommnisse an Erdöl. Ja. In diesem Sinne ist es ist Bitcoin ein Commodity, und deswegen gibt es auch keine Marketingabteilung. Und das ist aber auch wiederum das Schöne, Bitcoins Marketing lebt von der Begeisterung derer, die sich davon haben überzeugen lassen und die dann Freitagvormittag sich zu einem solchen Talk versammeln. Und vielleicht ist dieses piratenhafte Marketing viel wirkungsvoller, weil es viel besser viral geht, als die Anzeigen der Deutschen Bank für irgendein Zertifikat. Ja, reguliert werden kann eben nur das Umfeld und der Zugang. Ijoma, du hattest das auch im Laufe unseres Talks gesagt. Insofern, ja, das ist also perfekte Antwort. Ich glaube auch, man darf das ganze Thema gar nicht so schrecklich aufgeregt betrachten, um das vielleicht nochmal so ein bisschen anders einzuordnen. Also man muss da auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es geht ja nicht um entweder oder. Wir haben das im Sinne der Asset Allocation auch schon mal so beschrieben, da wird sich eine neue Asset-Klasse etablieren, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Es gibt aber ja auch noch ganz andere Use Cases. Das ist, finde ich, auch der eigentliche zusätzlicher Mehrwert noch an dieser Entwicklung des Bitcoin, dass es eben über diese Technologie, wie wir sie beschrieben haben, über diese Neuerung, digitale Einzigartigkeit eben auch möglich geworden ist, oder dass das die Basis war für ganz, ganz viele andere Blockchain-Anwendungen, die ganz andere Use Cases haben. Und da haben wir im Laufe unserer Talkreihe auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Ethereum und alles das, was da sozusagen noch hinten dran hängt. Da gibt es einfach eine Berechtigung dafür und
und es wird einen gewissen Teil des Marktes einnehmen, sowohl Blockchain-Anwendungen als auch in der Asset Allocation Crypto-Assets. Aber das wird, wie gesagt, es geht nicht um entweder oder. Das hat einfach einen bestimmten Marktanteil und das wird hat in diesem Sinne, glaube ich, seine Berechtigung. Und genau so, deswegen habe ich das eben so skizziert, kann man das Ganze auch ganz unaufgeregt betrachten. Das ist eine neue Technologie. Wir brauchen sowieso dringend neuen technologischen Fortschritt. KI haben wir eben ganz kurz angesprochen. Das hat auch nochmal eine ganz andere Dimension. Wir müssen das unbedingt technologieoffen betrachten. Es wäre fatal, irgendwas tot zu regulieren, was aber in diesem Kontext eben auch gar nicht funktioniert. Voilà. Carsten, danke. Ijoma, vielen Dank. Das Buch ist weg oder die drei sind weg. Wir haben eine Menge Antworten bekommen. Ich hoffe, es fühlt sich dann keiner pikiert, der das Buch nicht erhält. Es sind einfach die drei Ersten. Wir machen das ganz sicher gerecht. Und wir danken Ihnen, also wir drei an dieser Stelle, spreche ich mal für uns drei, danken Ihnen sehr für Ihr Interesse, für das Zuhören. Danken unseren treuen Hörern, dass sie wieder dabei waren oder auch den Neuen, die dazugekommen sind, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns auf den nächsten Talk, den wir noch nicht fixiert haben, wann wir ihn umsetzen wollen. Das hat immer was mit Aktualität, das hat aber auch was mit dem Gast zu tun. Dir nochmal ganz besonders vielen Dank, lieber Ijoma. Ich habe mich sehr gefreut, es war ein schöner Austausch mit euch. Freut mich auch sehr und hat sicherlich auch dem einen oder anderen nochmal eröffnet, dass man Bitcoin nicht nur von der wirtschaftlich-ökonomischen Seite sehen muss, sondern insbesondere eben auch ein Stück weit von der gesellschaftssoziologischen Seite. Und so möchte ich abschließen, möchte Ihnen für dieses Wochenende, das da kommt, einfach Entspannung, Erholung wünschen. Wir hören uns wieder mit Carsten Mumm, mit Märkte mit Mumm am 25.03. dieses Mal. Das ist dem Urlaub von Carsten geschuldet, glaube ich. Und deswegen am Montag, den 25.03. Märkte mit Mumm, also mit Carsten und mit uns hier. Ohne Ijoma in dem Fall. Alles Gute für Sie, Ijoma. Alles Gute für dich bei vielen, vielen Talks, die du noch haben wirst. Und ja, wir wünschen Ihnen allen auch ein Stück weit Erkenntnis mitgenommen haben, zu haben an diesem Morgen. Auf Wiederhören und auf Wiederschauen. Vielen Dank, auf Wiederschauen.